Da begrüße ich dann heute mal recht herzlich zu einer Runde LS19. Ja, ihr habt euch nicht verhört. LS19, nicht LS17. Ja, ich kann endlich mitzocken und ja. Also, hätte ich einen Herzschrittmacher, wäre ich heute gar nicht mehr da. Also, der Kampfhack ist ein verrückter Haufen. Erstmal ein riesen Danke an alle, die daran beteiligt waren. Bitte. Aber, das nächste Mal ist zu hoffen, dass ich dann immer noch keinen Herzschrittmacher habe. Wenn man mich überraschen tut. Aber jedenfalls sind heute auf der Ravencon mit dabei der Motzki, Na Band. der Frank aus dem Moin. Osten und der Alexander. Moin. So, was sagt der Frank? Ich soll den Rechner hüpfen. Er hüpft dich mal. Sagt nein, das ist keiner. Nee, den kleinen, den großen darfst du gleich. Das ist auch keiner. Das ist auch keiner. Was fällt 800, ne? Genau. So, ich hätte Das gern ist eine einer und das ist keiner. Forstmaschine. So. Rechner anzeigen. Bitte den Zählsten Motor starten. Ja, ist halt gut. Ein, zwei, hier drücken. Ich muss den Ton leiser machen. Das ist sehr laut. Ja, verdammt laut. Olli, was machst du jetzt? Ich wollte ein paar Bäume machen jetzt erstmal. Ich gucke Okay. gerade, was der Harvest kostet. Ach, die Bäume sind gleich fertig. Genau. Harvester ist, glaube ich, teuer. Was kostet der? Pro Arbeitstag 4.400. Wir haben mal. Willst du den holen? Ich bin gerade am Überlegen. Den ganz kleinen. Warte mal, was haben wir denn für welcher? Nee, das Buch. Ja, der Kleine ist beschissen. Jetzt heißt es hier langfahren ohne GPS, ne? Da. Genau. Ein verwirrtes GPS-Kind soll ohne GPS fahren. Ja, moin Alexander Fleischer. Wie es noch einmal kommt, kann ich dir sagen. Ja, ich hatte doch in der Ausstellung, hatte ich doch erzählt, von wegen, wir machen gestern Abend Livestream und die Spieleentwickler gucken zu, von wegen dem Spiel, was wir gestreamt haben. Wurde mir jedenfalls gesagt. Auf einmal hat es dann irgendwann mal bei mir an der Tür geklingelt und zwei vom Funpark standen unten vor der Tür. Willst du ihn mieten, Olli? Dann war natürlich unser Mario und der Opa. Dann bring ich den gleich runter. Ja, Dabei noch mal ein was soll riesen ich sonst Danke. machen? Moin Claude Müller, bei mir alles fit, ja. Ich habe auch die Sprache wieder gefunden, mein Herz, das schlägt noch weiter. Es ist nicht stehen geblieben. Das ist Nach der gut. Überraschung gestern. Aber mach das nicht, wenn ich 80 oder so bin. Wenn du was verstehen Wird dann kannst. bestimmt lustiger. Alex, da fahre ich gleich nochmal eine Runde zurück, ist auch kein Ding. Ja, okay. Ja, ich habe kein GPS und ich versuche hier so möglichst laut Karte gerade zu fahren. Nimmst du den roten? Überlegen, Ich würde sagen, den roten, den neuen mal. Den alten kennt ja jeder. oh, wieso ist denn das Ding jetzt wieder rot? Ping im 100er Bereich. Muss ich wahrscheinlich erstmal dran gewöhnen. Möchtest du dieses Gerät für 34.000 Euro? Nee, dann nimmt man doch nicht. 34.000 Euro. Kostet ja zur Miete. Muss. Ja, dann lassen wir das mal. Also über Panfällen. Ja. Dann lassen wir das. Wo willst du anfangen mit den Bäumen? Mal unten oder oben? Unten. Von unten an. Da wo du gerade stehst. Mahlzeit. Moin. Mahlzeit. Wenn du musst mal kurz den Livestream abbrechen. Wir müssen mal kurz drüber schauen, was bei einem steht. Weil du bist Mann, bleibst du? Ich bin gleich wieder da.
aufhält. Ich bringe euch dann gleich in 20 Liter. Jo. Jo. Achtung, Baumfeld. Achtung, Baumfeld. Was ist denn hier? Wie lang? Ja, so dass du so anheben kannst und da reinschreiben kannst im Anhänger. Weg hier. Ja, du hast keinen Zugang zu diesem Land. Ja, na warte. Oder Olli, ich komm schon mit einem kleinen Gerät. Ja, mach mal das Ding in den Haken hinter. Na. Doch damit das Ding zum Wie oft willst du da fahren bei den ganzen Bäumen? Wo steht denn eigentlich? Ach, den Vent hast du, ne? Ne, ich hab den Case. Wo steht da unser Vent? Der ist hier oben schon. Hab schon. Der Vent. Ja. Na, den brauch ich gleich. Stell mal ab. Fahr mal den. Genau. Der Fender hat nämlich Fronthydraulik. Was dir gefällt, ja, alle Bäume. Ja, warum nicht? Der kippt nicht. Ja, ich merke schon. Warst du auch quer abgeschnitten? Alter! Brauchst du nur runter machen und rüberschieben? Jo. Nee, ich hab auch keinen Zugang. Ja, ne. Steht da nur wieder. Ne, da müssen wir erstmal den Eingang wegnehmen. Oh, ich wollte noch die Stimme schwingen. Ja. Oh, ich stehe da auch passend. Gut, verstehe. Ja, so halb hinterm Streuer. Ja. Das sind Bomben noch am wenigsten, also das in der Ecke. So viel Platz. Ach, der Fan packt das. So, jetzt dürfen wir nicht rankommen. Außer der Bomben hier vorne auf der Ecke, dann bleibt hier immer stehen. Ja.
Wenn man Baum zieht, dann hat, ne, fährt man rückwärts. Ja. Nicht vorwärts. Ja, das war der Baum, der gerade hier so noch hing. Also, ja, musste ich hier auf zwei Teile unten mal kurz sägen. Das ist so gewappt, dass hier nicht nur. Da merkst du sofort, der Ping wieder nach oben, ne? Ja. Das Stückchen wohl nehmen. Aber wir müssen aufpassen, dass die Bäume hier auf die andere Seite rüberkippen. Ja. Und aufpassen, dass die nicht in die andere kippen. Ja, mal schön runterziehen, das machst du gut. Keine Chance zu sehen, das ist normal, oder? Ja, ja, mal nein. Wir haben ganz richtig dort nie hingezogen, das kann klingen. Ja. Auch geht das, oder? Wenn wir richtig rum haben. Wie lange willst du nach vorn? Gestern nicht lange. Na, dann bringen wir weg. Ja, das Problem ist, wenn du den Zwischenbild verlierst. Ja. Kriegst du den nicht wieder. Okay. Was nicht unser Land ist. Weil halt ganz langsam, ne? Dann haben wir schön den Stamm da irgendwo die Scheiße. Also besser gleich klein machen und dann. Und gleich klein, ja. Thank you.
Alexander, ich dachte, du wolltest den Baum wegbringen. Ja, wir wollen den ganzen Tag nicht verlieren. Dann musst du die mal da unten bei uns auf den Platz ziehen, dass wir die dann dort kleine machen können. Ja, gleich hier. Ja, am besten mal da unten auf die freie Fläche, da können wir besser sehen wegen den ganzen. Nee, das bleibt nicht alles sonst, das ist ja das Problem. Nee, wo ja unten die Reihe Bäume steht, wo frei ist. Baby. Genau. Wo steht er denn jetzt? Das sollte jetzt nicht passieren. Hm. Ey, die Tasten sind jetzt hoch. Die Koppel werden verbrennt, sind Schneidwerk ab. Toll. Und zwar flache Tasten. Wie beim Leppi, ne? Ja, wirst du schon mal gewöhnen. Genau. Ich kann es ja nur ganz einfach machen. Tausche einfach die Tastatur aus. Ja. Ja, kannst du es natürlich auch machen. Genau. Wir hatten die Kraft. Da fehlt zwar einer, aber es ist nicht egal. Das ist eben wichtig. Aber es ist ein Mann. Ja, der Kollege ist ein bisschen zu leicht auf der Vorderachse natürlich. Ja, du bist überall hin, aber ich weiß nicht, wer soll. Ja, vielleicht. Und Olli und Frank, ich wurde auch ein Huhn geschrieben. Hoho. Da passt ja noch was rein. Hier liegt ja noch ein bisschen was. Wir haben. Ja, wir sind ja trotzdem noch im 17er Meter mit drauf zu. Wir haben keine Lust, noch einen Monat in die Stadt noch einfach ungenutzt zu machen. Na. No. Ja, das 3. Januar läuft hier, da willst du noch ein bisschen nutzen. Ja. Oh. Das ist auf jeden Fall. Was hättet ihr gemacht, wenn ihr jetzt hätten, nachher am Pferd umgefallen wäre, nicht mehr aufgestanden? Tja. Wer hätte? Dann hätten wir anders eine Pizza gekriegt. Ja. Stimmt. Also man zieht doch mal einen halben Tacho, das macht nichts. Da fällt das nicht auf, wenn der Tacho ein bisschen kaputt ist. Ja, dann müssen wir mal gucken. Da wird ein bisschen rüberziehen. Also will ich jetzt halt brechen. Ist der überhaupt schon voll? Nee. Also die Anzeige ist auch noch gewöhnungsbedürftig. Da muss man sich dran gewöhnen. An die Prozente. Es gibt extra einen Download, wo du halt die Prozente runterladen kannst. Ja, die hast du nur auf dem Server damit. Ja, das ist ja halt der Nachteil, aber es ist ja nicht schlimm. Alexander, ich bin heute 10 Stunden Zug gefahren und sitze trotzdem hier. Und bin seit früh um 5 wach.
Leipzig ist noch eineinhalb Stunden weiter. Na, ich bin heute durch Leipzig gefahren. Das liegt an was anderes. Nee, stütze sehe ich. Dann mach ich, aber nicht bei den Schritten bin ich ab. Mein Baum. Das letzte war ja dabei, ich denke, das ist eine Ausstellung, ne? Na? Ein war da einer, der kam hier aus Mügeln, hat sich mit unserem Vorsitzenden unterhalten, dann habe ich nur Bremerhaven gehört. habe ich gerade bei dir Bremerhaven gehört? Ich so, ja. Wieso? Ja, ich komme auch von da. Also, nicht schlecht. Ich hau da damals dahin ab. Und du gehst hier rüber. Ja. Schmeiß ich Olli das Holz wieder aus dem Hänger. Huch, nicht vorbeispringen. Ja, Mensch, ist aber Platz drauf, ey. Da hast du drüber geschmissen. Ja, hab ich gerade gesehen. Erste Hilfekurs, Mund zur Nase. Aber stell dir mal vor, der hat eine Schnapperseuche. Oh, lecker. Ja, lass mich rumkurbeln. Da passt noch was rein, da ist fast leer. Ja, ich fahr den Brich mal ein Stück hoch. Ja. Das sieht aber auch witzig aus. Im 17er bist du über das Sojabohnenfeld gefahren, da war das Feld komplett bedeckt. Ja, ist jetzt ein bisschen anders. Kommt auch mal auf die Überstufe an. Mhm. Da drauf ist und da ein Kordelfeld drin ist. Da war wieder einer über 100. Noch einer. Ja, Mitch, aua, schon wieder auf den Fuß fallen lassen. Ja, das ist jetzt bei Bäume fällen. Ja, ich klatsche hier immer gegen die Winterzeile. Na? Habe ich mir hier auf dem Feld von den Hof geholt, den ich mit dem Feld 20 eine Mission da von 19 gemacht. Voll ungewohnt. Ja. Und so einen kleinen Kartoffelroller unterm Trecker. Ja. Und jetzt, wenn du vom Feld runter bist und willst drehen, die Maschine ist hier Lohnarbeiten gemietet. Oh. Alles klar, Mario, machen wir dann morgen. Heute darfst du mal schreiben. Aber schreib mir nicht, kurz zu kennen. Und da war Loot Nummer 5. Dann bekommt kein Schreibgeld. Schreib und 3 kommen gleich hinterher. Ja, bei mir war Loot Nummer 5 von Jessie. Von so einer kleinen Loot-Königin. Ja, die aber heute ausnahmsweise mal nicht die erste bei mir war. Ach, hier kommt auch die Meldung, die Fahrzeuge sind Lohnarbeit. Alles klar, mach ich hier wieder Lohn, oder? Oh, das sah ja cool aus. Da fallen die Sojabohnen, wenn ich den Zeit gleich drücke, wird das Lohn fahren. Ist ja cool. Ja, bring mal die erste Husche weg hier. Na. Nope. Ich mach den Fendner voll. Wollen wir hier weg hinbringen oder wollen wir zum Sägewerk? Moin Sonne! Mein Name ist Stefan. Auch dir ein riesen Dankeschön, wenn du mich drin gesteckt hast.
Und Knut Müller, der Rahmer, der hat Besuch daheim. Der hat es geschafft, aber morgen ist er mit dabei. Aber vielleicht kommt er nachher nochmal zugucken, hat er gesagt. Das darfst du euch überraschen. Ja. Dann. Ha? Wollen wir hier wegbringen oder zum Sägewerk? Warte mal, ja. Weil hier besteht ja kein Preis drin. Und da würde ich sagen, zum Sägewerk. Wir haben jetzt die schnellen Traktoren. Ja, machen wir das so. Dann können wir auch zum Sägewerk fahren mit den anständigen Traktoren. Nee, mit Galaxis doch nicht. Daniel ist da, mit Galaxis. Daniel? Nein. Nein, nur Daniel. Daniela ist da. Genau. Soll ich unser Rama schon zugucken? Erst ein riesen Dankeschön. Und ja, wenn dann wir auch noch mit seinen Finger mit dem Spiel hatte, dir natürlich auch ein Dankeschön. Mario, wo ihr weg wart, ne? Auf den Schock habe ich ja schon auf der Zündkerze geflimmt. Ja, das glaube ich dir. Heute Morgen müssen wir jetzt einen Stream schreiben. Autsch, jetzt habe ich mir diesen blöden Baumstamm auf den Kopf. Einfach mal eine ganz dämliche Frage, sieht man dich auch mal wieder auf irgendwelchen Landmaschinen? Das Beste ist ja die Maus im Laptop, die Maus im PC, die müssen sich jetzt ein Mausbett feilen. Haha. Und dann muss ich erst mal losgriffen vom Bürotisch, weil ich da immer mit der Handfläche drauf liege. Er hat irgendwie festgeklebt an dem Glastisch hier. Toll. Ach so, hast du Glastisch da. Mhm. Oh. Oh, man sieht, hier gibt es keine Flugzerstörung. Bei Missionen mit mir ein. Nee, nervig, ja. Kannst du dein Lenkrad wieder zurückstellen? Beziehungsweise kannst du es ja so einstellen, dass das Lenkrad wieder schneller zurückgeht. Die Lenkung. Also, ich weiß jetzt nicht, wie der Lenkung mit war, weil ich voll war. Abfahrt ja auch kein. Ich weiß nicht, warum denn. Okay. Ich hätte auch rüberhüpfen können. Hättest du auch sagen müssen. Genau. Na, ich will auch mal LKW fahren. Also, die lassen nicht besser fahren. Der hat sogar hinten liegt, dass er Pressure nicht hat. Ich sehe was. Wir können den LKW, wenn er gleich voll ist, noch wegfahren. Jo. Oh, war gesagt, da kommt's Geld. Ja, das halt einmal Dankeschön, Blastman. Hat er was dazu geschrieben? Nee, keine Nachricht, schade. Was hast du denn? Auch dir ein Dankeschön. Schon mal wieder zwei mehr für unsere Firma. So, LKW ist voll. Das ist gut.
du ihn gleich abfahren. Der Fels hört sich noch cool an. Da ist alles drauf. Gibt das hier irgendwelche Zeitvorgaben bei der Mission? Nein. Nein. Das ist ja halt jetzt das Schöne. Ich sehe seine Gipfel noch. Genau. Der Treffer fragt gerade, ob wir noch Hilfe beim Abfahren brauchen. Wenn er möchte, kann er gerne dazu kommen, aber am wichtigsten halt die S kommen. Und so sieht's aus. Wenn ich mich richtig entsinne, kommt unser Drecksau, glaube ich, aus der Schweiz, ne? Oh, mal den Schweizer hier. Ich bin bei E30 ein bisschen angekommen. Ja. Hast du schon klein gemacht, oder? Nee, noch nicht ganz. Hol ich mal auf der Seite an. Jo. Warten. Nicht fallen lassen. Und für alle, die jetzt hier Kalender drucken oder so, Weihnachten muss vorverlegt werden. Da kann man nachher Weihnachten neu eingeführt, das ist jetzt am 2. Dezember, nicht am 24. Ja. Machst du einen Träger kaputt, mach ich nicht kaputt. Ich ziele extra auf den Träger. Ah, hast du ein Glück da. Oh, Scheiße. Uiuiuiui. Mist, Donny getroffen. Da fällt jetzt eine andere Richtung. Ja, wir müssen bloß aufpassen, dass diese blöden Bäume sich nicht rumdrehen. Das macht echt alles aus, auf welcher Seite du stehst, in welche Richtung der da fällt. Ja. Oh, ich würde ja vielleicht mal wieder umdrehen. Halt sind wir gerade stehen. Minute. Hm. Und diese in einem GPS erfülltes Ding. Ja. Wir
Ich geh mal kurz bei Sven den Ärger abfahren. Nope. Wo muss das denn hin? Ach, zur Ranch. Oder. Jo. Ich glaube, wenn ich jetzt jeden mal knuddeln würde, der mit dazu beigetragen hat, dass ich bei mir jetzt nicht so mitmachen kann, ich glaube, dann wäre eine Rundreise durch Deutschland fertig. Ja. Das glaube ich wohl auch. Wenn ein Wochenendticket ist, ist es bestimmt nicht getan. Ne. Da bin ich ein bisschen länger unterwegs. Aber geringfügig. Bald geht es. Ab hoch. Genau. Und demnächst geht's in unserer Chassis, die Nummer 4. Dann sage ich auch schon mal 11-mal Danke hinterher. Die 15 sehe ich auch schon. Mhm. Na, ich glaube, wir müssen ja mal eine Küche. Wollen wir Kartoffeln machen? Hätte ja sein können. Die sind immer noch gestrichen. Ja, dann machen wir nochmal Kochkurs. Ey, ich war letztens war ich mal in Penny. Ich hab mal geguckt, danke für 15 weitere Loots. Das sollst du für 4 Kilo seit schon bald 3 Euro bezahlen. Ja, Kartoffeln sind teuer, dieser. Ja. Ich kann auch danke für 8 weitere Loots sagen. Also erstmal für Loot 7 und dann 8 weitere. Die dann da kommen. Die Preise sind echt zum Heftigen. Ja. Damals hast du im Pinsel viel Kilo für unser 2 Euro gekriegt. Und jetzt bezahlt es einen Haufen dafür. Ja. Wäre schön. Naja, ich will nicht wissen, wie der Winter wird. Nee, warm. Ich habe uns auf Handy gesehen, der Winter ist wieder vorbei, es wird wieder wärmer. Ja. Das sind Blinken, wenn bei so einem Fehlstand gibt es auch nicht, ne? Ne, das weiß ich nicht. Aber ich bin schon wieder auf dem Rückweg. Ich bin gerade mal bei der Hälfte. Schranke. Du steht nur mitten am Straßenrand. Moin. Moin, alles geht. Jo. So, schön blinken, wenn ich aufs Feld fahre. Ja, Frank, da bist du wie immer der Einzige. Ja, ich fahr vorschriftsmäßig. Ich fahr mit Blinker. Jo, mach das. Bockwurstblinker. Nu? Hast du O hier rundum Leuchte so gemacht, dass du die auf dem Fahrzeug siehst und an die Wände? Realistische Rundumleuchte.
Ich sehe keine. Ja, man muss es ja nicht übertreiben, ne? Der Turm weg. Moin Sven. Moin. Hast du dich tierisch gefreut? Jo. Hab's gesehen. Ich hab's immer noch mal angeguckt, richtig geil. Ja, ich war, auch. War richtig knapper. Hab ich das erste Mal gesehen, wie dumm ich aus der Fläche gucken kann. Ja, hab ich gesehen. Frank ist schon klein gesägt. Ja. Jetzt packe ich genau zwischen Bomben, der schon mal rauskomme. Also jetzt noch mal gemütlich einen rauchen. Oh, es geht aber. Ja, ich bin ja wieder da. Ich sehe es ja. Aber ja, auf Kopf. Helm aufsetzen. Echo. Vor irgendjemanden. Ich drehe mal den Hänger. Alina liegt noch am Bäumchen, ne? Ja, ja, ich weiß, ich will noch mal ein bisschen überschieben, ne? Ja. Aus dem Hochpass, oder? Ja, bitte. Ja, schicke ich dir gleich. Wir sind das nicht am Streamen. Ja, deswegen haben wir auch die roten Punkte. Ja, sorry, hat den Hänger gerammt. Deswegen habe ich halt nur. Oh. Ja, die Meere, die verzeihen haben, ich habe eine gute Nacht gewesen und wünsche euch noch viel Spaß. Danke. Da hast du es. Ja, dann sagen wir nochmal gute Besserung und bis zum nächsten Mal. Da klaut mir den Stamm vor der Nase weg. Hä? Du hast mir gerade meinen Stamm geklaut, den ich mitnehmen wollte. Ja, da liegen wir da. Was du Lümmel. Steinfunster weg. Oh, die hast du auch. Nee. Ey. Ach nee, das war, als wenn hier noch ein Stamm liegt, aber liegt da keiner. Ja. Kannst du da weiter mal die Stumpen wegmachen? Wenn ich das auf die Stappen mache, bräuchte ich vielleicht mal ein bisschen Hilfe, wenn Steine wegfahren. Kann ich machen. Wir dürfen schon über 200 haben. Das soll ja mit zwei LKWs und zwei Hängern drin fahren, mit den großen. Na. Wenn die 200 weg und die bei Mutterschweine drin sind, dann werden wir frei. Na. Ja, nach Loop Nummer 20 von unserer Jessie kommt der Loop von unserem Major Pain. Der herzlich willkommen im LS 19 Loop. Seid das schon mal danke. Würde ich jetzt auch gerne mal drücken, wie ich gestern in unserem Opa in den Nachrichten gedrückt habe, aber geht ja gar nicht. Ich hab auf jeden Fall einen Strich. Ja. Sorry. Was hast du jetzt von dir? Nee, ich hab vor allen Dingen auf dem Hänger den Baum verlassen. Aber keine Absicht.
Ich wollte eigentlich einen Trecker treffen. Ja, kannst du machen, gerne zum Sägewerk. Sägewerk ist. Schritt gegenüber von der 6. Aber ich würde sagen, der hintere ist voll. Ja. Ja, einsteigen. Hängen wir mal um hier. Und die Nummer 6 für uns tatsächlich. Danke. Die Gesundheit. Die Gesundheit. Ja, wieder voll hier. Ja, warte, wir müssen mal umhängen hier. So, ne? Was hab ich denn am Baum schon? Olli, willst du die wieder wegbringen? Warte, jetzt den LKW hingestellt. Nee, du sollst den Träger hier den bei uns hier mit der anderen da hinbringen, zum Sägewerk. Ja, dann muss ich mal raus. Danke. Ja, Frank, lass ihn doch. Frank. So. Machen wir hier die Bäume da rum. Also, wer soll jetzt fahren? Rechts da. Rechts da. Ja, gut. Wir machen hier das Kleinholz weiter. Kleinholz. Oder? Muss am besten unten rumfahren. Und hinten, da hinten so. Wenn ich mit der Leine rum, dann komme ich auf Uhu oder Pals. Ja. Eigentlich ist es ja drin. Oh. Fast getroffen. Also. Was denn? Ich wollte mal erstmal gucken, ob du dich an die Vorschriften hältst. Mit Helm. Hab ich auch, guck. Ah, jetzt sehe ich's, ja. Das ist okay, der Hinter ist bestimmt da oben. Na, ja, guck ich da mal hin. Ja, das passt von der Fallrichtung her. Baum fällt! Nicht mehr. Moin, M-Track! Ne? Fehlt, ne? Ah.
Ha? Oh ja. Ich will rollern. Na toll, wir hatten den Baum hier hingepflanzt. Da haben wir keinen Zugang, ne? Nope. Ja, ist nicht gut. Oh, der geht wieder. Oder? Schwein, komm ran. Der Fall rüber. Ha? Habt ihr bei Martin auf dem Hof in der Stoppenbach Holzausrüstung? Das weiß ich nicht, aber ich glaube schon. Dann müssten wir mal die Zufahrt zu meiner 174, zu meinem nachtlichen Ruhefeld. Ein bisschen ein paar Beine wegmachen, damit wir nicht mit dem Drescher in den Weg kommen. Ja. Und die Nummer 7 von unserer Deffi. Danke schön. Ich meine, kann man doch schneller wieder laufen lassen? Nein. Okay. Muss ja eh nur ziemlich lange warten. Da kann man den kurzen auch nicht. Ne. Ich bin sehr leise. Sven, du kannst die auch wegklicken. Damit von Pain der Schnatter da ist. Ja, das macht ja keinen Sinn. Nee, da würde Jesse dann noch mehr machen. Nein, die sind ja nicht. Ich guck mal, ob der. Ich muss hier mal kurz einen Trecker klauen, ne? Laut genug ist. Na, jetzt hier mir gerade gestimmt, ich bin ziemlich leise. Wo ist er denn das, Sven? Da ist er. Ja, einem zeigt auch das auch, ich bin leise. Hm. Da bist du ein bisschen leise. Ich hab mich ein bisschen scheiße an. Können wir nochmal auschecken und gucken, wenn wir mal. Aber wir finden. Ja, du kannst am OBS auch noch lauter machen, ne? Ja, das ist ja schon so. So, keine Ahnung. Hm. Irgendwo der Trigger, da davor ist der Trigger und da musst du dann drauf stehen bleiben und dann aussteigen, R drücken. Ah. Auf dem I. Na, BC. Das wird nicht gut an. Ja, die Mühlen zwar auch nicht erhalten, aber das ist blöd. Wenn ich da kann ich jetzt nicht die. Na komm, Baumstämmchen. Wie ist jetzt denn die Bewegung von der Sicherheit? Yeah.
Also im OBS hast du schon ganz laut, ja? So, jetzt sind wir hier raus. Da muss ich gucken, wo wir sind. Okay. Hier kommt noch ein Baumstämmchen. Na, wir haben noch. Also weggerollt, ja? Ja, das waren die, die so blöd standen. Ja, ja. Da muss ich erstmal vorheilen. Oh, jetzt ist er bald wieder voll. Der ist schon wieder voll, ja. Naja. Ich will mich schneiden, muss man morgen mal gucken. Ui. Psala. In den vorderen passt noch ein bisschen was rein. Ja, aber das bekam es voll. Ja. Ja. Oh, auch das noch. Hallo. Ja, was denn? Wie weit bist du? Geht doch. Jo, was sagt die Mission? 64%. Machst du mal das runde Umding aus? Jo. Brauchen wir nämlich nicht. Die Blinkbüchse. Jetzt setzt der Frank noch mal an, wenn er ein bisschen leiser spricht. Ah, danke. Warte, ich nehme mal das Mikro ein bisschen weg. Besser? Jo. Ui, hast du fast geschafft. Wenn du für den Olli zu leise bist, dann musst du wieder mehr rannehmen. Na. Ja. Oh, weit 13, was haben wir denn da feines? Weit 13? Oh ja, das passt. Olli, soll ich schon mal wegfahren? Na, du quälst dich mit dem kleinen Trecker ganz schön ab, deswegen. Woran merke ich eigentlich, wenn die Mission zu Ende ist? Ist denn wie beim 17er, dass du den ein paar Stunden abkriegst, oder? Nein, du gehst hoch mal auf ESC. Und dann rechts neben der Kuh. Und so Papiere. Rechts neben der Kuh, die Papiere. Ah, 65. Ich fahre erstmal runter hier. Da stellst du da auf den Weg. Genau, dass er dann gleich einkuppeln kann. Ja, ich will. Jupp. Du brauchst dann bis die Lernen abhängen und dann die vollen dranhängen. Da habt ihr zufällig einen zweiten Trecker da. Wir haben zwar einen zweiten Trecker da, aber der ist ein bisschen leistungsschwach. Also das heißt, der ist schwer. Ja. Du brauchst ja dann bis
die anderen abkuppeln und die Fallen dranhängen. Wenn Meister sagt, dann wird so gemacht. So, und ich gehe da weil, Olli, wollen wir die alle auf dem Haufen gleich stapeln? Die Stämme? Ja, können wir gleich machen. Und da brauchen wir uns nicht ganz so hier durch die Walachei rennen. Oh, das ist schon geblendet. Meinst du, dass du so einfach so abblendest? Ja. Hab zwar bei meinem Bruder anständig gegessen, aber ne, hat trotzdem viel gebracht. Apropos Essen für junge Mampen. Ich habe ja keinen Platz mehr. Und die Nummer 9 für unsere Tessie, dankeschön. Oder bin ich so leise, wenn das Mikrofon ein bisschen weiter weg steht? Kann auch sein. Uhu. Ich höre Uhu. Juckuck. Keine Info bitte, danke. Nein, ich muss nicht leise reden, weil meine Wollmäuse schlafen. Ich habe nur keine Lust zu schreien. Ja, ich könnte gleich hier nehmen, wo wir sind. Hier oben siehst du einen schönen kleinen Haufen. Ja, ich weiß genau hier zwischen. Aber ich bin. Huch! Ja, bin aus dem Weg. Genau. Ich weiß auch nicht. Die hängen auch noch ab! Nee, ne? Warten, bis sie wirklich stehen, bis du stehst, wenn, wo ist der andere, drücker? Okay, so. Hä? Wo ist der? Der steht unten. Ja, warum bringst du ihn hier an hoch? Der sollte eigentlich unten abkuppeln und dann gleich, wo ich übernehmen. Ja, das ist nicht so gut. Da haben die Hänge Angst vor euch, wenn es nicht mehr kommt. Ja, aber das ist mir auch schon bei der Ballenpresse passiert. Wo wir eine Mission hatten mit Ballenpressen. Da war Andi auch mit dabei. Ja, der kuppelt ab. Und auf einmal die Beinpresse ab. So, jetzt können sie nicht mehr abhauen, da steht da hinter. Der M-Track sagte gerade, es ist ein bisschen besser. Also müssen wir nicht näher ranrücken. Der hängt fest mit Krisen im Monitor. Ich kenne nur, dass die Autos tatsächlich noch verschwommen sind. Ja, das reicht, für heute muss es gehen. Ich bin froh, dass wir uns wieder mit allen zusammen mitzocken können. Das glaube ich dir. Mal hier, mal dort, mal oben. Ja,
Oh, der Andi spielt Farming zum 1919. Dann könnt ihr mitmachen bei uns. Oh. Was? Oh, fängst du wieder an zu singen oder was? Nein, zu spielen. Ja, die kannst du diese Rutschen stellen, ne? Ich weiß, hab ich schon einen Mountain rausgefunden. Ah, dann ist er gut. Wir sind ziemlich schwer unterwegs, haben wir nach der Kaffeemaschine. Der Hund halt die Kaffee. Ich kann mir nicht so schnell wegkommen. Apropos Hund, was kann man mit dem eigentlich anstellen? Nix. Nee. Na, das stimmt ja auch wieder nicht. Ja, du kannst eine Ball holen lassen. Du kannst ihn füttern, kannst ihn streicheln. Wow. Kannst du einen Ball holen lassen. Und die Nummer 10 von unserer Presse, danke schön. Ja, ich wollte mir mal ein Lenkrad holen oder so. Habt ihr da was, wo ihr mir empfehlen könnt? G27, G29, Logitech G27, G29, aber die kriegst du nur noch gebraucht. Aber die sind gebraucht. Ja, die sind aber dafür gut. Oder halt neu, das müsste das G920 sein oder so. Ja. Ja, G920. Also mich darfst du nicht fragen, ich spiele in LS nur mit Tastatur und ETS mit Joystick. Ne, ich habe das Twistmaster T150. Das ist aber auch nicht schlecht, was ich hab. Also lang. Solange die Pedale nicht kaputt gehen, ist es nicht schlecht. Ja. Man soll ja auch nicht mit Arbeitsschuhen drauf treten, ne? Ja, das ist sowieso nicht. Ich habe schon etwas gesehen, aber nur weil wir alle hier das Icon haben, brauchen wir keine Angst, runterzukommen. Einfach runterkommen, wir beißen nicht. Wie sieht es jetzt? Ja. Dann hast du noch was mit G920. Das ist das Neuere. Da gibt es glaube ich schon wieder eine ganz neue Version von Logitech. Aber die kann ich empfehlen. Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch immer bei uns. Außer jetzt keine Angst haben. Mit Angst? Antrag. Ich habe Angst, dass er infizieren ist. Weil wir alle hier ein Icon mit 30 haben. Dein Pferd? Ja, wenn er mal dran ist. Kannst du es bei ihm mal hingehen? Ohne. Wir beißen nicht, wir fressen nur ganz. Motzki. Wenn der Olli einmal Hunger hat, dann einmal hat's und weg ist er. Nee, Quatsch. Na Frank, was macht deine Bäumchen da unten? Weil der Nico, der ist ja auch viel länger als hier und der hockt bei uns mit drinnen. Da brauchst du keine Angst haben. Alle schon hochgeschoben. Ah, wir müssen noch schnell eine Lunde anmachen. Lunde. Wenn wir die Rauch haben, können wir auch eine anmachen. Ich krieg wieder eine Gerüchte.
Also darfst keine rauchen. Klappe. Rauchen ist ungesund. Na, ich hab mir ja von meinem Bruder eine Stange mitbringen lassen. Ja, auf die Straße gehen auf Gas einer am Ende rauf. Drüber geschmissen hatten. Nee, nee, nee. Du hast ja von dem Bruder eine Stange mitbringen lassen. Nur von den Tschechen. Eine Stange Zigaretten. Seit wann kann man eine Stange rauchen? Ich dachte, Alexander wollte ins Bett gehen. Oh. Rein, raus. Naja, weil er so gut ist. Nein, du bist natürlich immer unseren Kiel über mir im Chat. Der schreibt gerade am Endtrack. Ich finde das mit dem Icon andersherum. Ich traue mich oft auch nicht, wenn ich die ganzen 30er sehe. Ich fühle mich dann so alt. Jetzt, wenn man die Bäume machen kann, auch ruhig mithelfen kommen. Aber Kiel, mach dir nichts draus. Der Opa zockt heißt ja auch Opa zockt. Nur wie ein Opa sieht er gar nicht aus. Aber der Führer hat der seinen Namen gut gewählt. Ja, aber auch schon Opa ist, keine Ahnung. Weißt du, dass er größer ist als ich? Also auch keine Kunst, ja. Ich hätte vielleicht mal auf Schuhe gucken sollen, vielleicht hat er was Schuhe angehabt. Nein, hat einen Hochhacken gerade angehabt. Gibt der überhaupt? Ja. Der macht sich halt bestimmt einen schönen Tag mit seiner Familie. Ich war ja, weil ich heute in beim Bildungsträger einen Parkplatzkram hingebracht bin. Oh. Den hält das Auto auf dem Parkplatz, das kennst du doch. So gut, dann hat die halt eins Feierabend. Und meine Freundin hat auch Termin gehabt. Dann gehst du in den Markt hoch, guckst ein bisschen rum, holst den Kaffee und gehst dann wieder raus, dass du so halb eins draußen bist. Sag getan. Da war die alte Mühle schon wieder weg. Ja. Da hab ich schon wieder eher Feierabend gekriegt. Toll. Ich komme aus Markov raus und wir stecken jetzt das blaue Tone. Da war ich schon wieder weg. Genau. Dann wollte ich die andere besuchen, mit der ich vorher auf dem Lehrgang vorher war. Ich kann hier Prozent im Haus und viel ist dran. So, okay, jetzt geh ich mal hier und keiner ist da. Ja. Ziemlich voll, wa? Ach, da geht noch was rein. Dann mal schon Nightback an. Ich bin immer 11 Uhr tatsächlich durch. Dankeschön. Wie viele Minuten kommen noch, Pressman? Also bei dir kommen noch 9 Loots. Der 20. ist hier Ingo. Tante Ingo? Genau. Unsere kleine Tante. Ey! Drängler, du! Wenn du so langsam arbeitest. Auch unsere Tante Inge, sag ich mal, ganz doll und nicht danke für ihn. Was haben für Ingo gemacht? Weiß ich nicht. Oh. Der ist bestimmt wieder nicht da, ich weiß hier irgendwo rum. Folgen wir jetzt auch nicht da. Ja! Heute haben wir einen Hänger ab.
Ja, der nächste kommt doch schon. Ja, connect los. Ne. Ja, Drexler war's. Ich habe auch meinen zweiten Monitor bei HDS und OBS drauf gemacht extra. Kann ich nicht mehr gedeckt oder nicht? Ah. Ja, da fahre ich gleich mal die Ladung weg. Den Brexen haben wir auch gar nicht mehr gesehen. Und da ist er wieder. Baby. Wenn ihr überlegt, wie lange man den Brexen nicht gesehen hat, anfangs auf der Löschziegel, war er noch da, dann war er eine Zeit lang weg. Ja, ich war in den Ferien deshalb da, da war ich noch am Arbeiten in der Wohngemeinschaft und dann war ich in den Ferien und dann hat sich nachher so gezogen und dann ja, das kannst du ja denken. Jo. Wie kam auch die Freundin dazwischen? Genau. hab ich gesagt? Nö, konnte ich aber schon irgendwie schon denken. Aber diese Freundinnen, schlimm. Bevor das meine mich machen lässt, was sie machen will. Kann ich hoch? Jo. Scheiße. Sagt man nicht. Ja, auf einmal hat die Verbindung wirklich, weiß ich nicht, wo ich war. Ich weiß nicht, ob ich weitergefahren bin oder wo. Nee, nee, ist schön, schön geblieben. Ich bin vorher stehen geblieben. Ja. Jo. Spotski, dann bin ich froh. Fällt ein Stein vom Herzen. Und dann grüße ich mal einen neuen Zuschauer, der sich zum heute ah. LS19 Livestream. Ich auch. Ich begrüße auch meine Zuschauer. Die es mir ermöglicht hat, im LS19 mitzumachen. Nichts zu danken. Ganz genau, nichts zu danken. Der Funpark hält immer zusammen. Moin, Grigol. Und moin meine Zuschauer. Jetzt noch machst du weg. Genau. Bitte was? Den Spitznamen hast du weg erklärt. Ja, ja, gut. So, ihr seid also schon dabei, mal wieder in unsere ganzen Bohren wieder zu füllen. Habe ich gerade davon gesehen, kann das sein? Ja. Damit du schön wenden kannst, wenn du wieder am Leben bist. Also mach dann nur die an der Seite. Nein. Alle? Alle noch nicht. Hier oben die eine Ecke noch so ein bisschen und dann. Die vorne zu nah an der Grenze stehen. Das hat 8 Tage gedauert, die Bäume hochzuziehen. Und du haust den 5 Minuten weg. Jo. Ach, hier unser Schläfer kommt schon wieder. Unser Antrag hat sich heute eine Angel gebaut, also ich hätte gerne Fischbrötchen mit Seelachsschnitzel drauf. Jo, macht nichts. Muss wir gucken, was sie da so treibt, ne? Mach. Damit wir endlich Felder kaufen können. Ja. Was? Was ist leise? Ich bin leise oder was? Na, ausgeschlafen? Ich kann jetzt nicht schlafen. Ich bin wirklich so. Mann, ich bin keine Ahnung, ich bin euch müde. Dann trink ein paar Tassen Kaffee. Hm? Ben? Jo? Wie viel hast du da oben noch auf dem Feld? Ja, noch genug. Dann komme ich mal mit unserem Drescher dazu. Aber nicht mehr allzu viel. Noch genug und nicht allzu viel. Das ist hier so eine spannende Aussage. Gregor, ich habe eine schöne Aufgabe für dich. Wenn die dann noch da ist, 13 Zuckerrüben, glaube ich. 85% habe ich nicht. Ja, dann brauche ich nicht zu kommen bei 85%. Doch da. Oh ja, das ist natürlich. Schön. Ja, ich. Wie lange? 29, glaube ich. Oh, das geht ja doch. Ja, bitte.
Nein, Krieger, Aussprache. Das muss ich hier nicht fragen, glaube ich, oder? Ich habe ausgefragt. Du kannst nicht nachfragen. Nicht daran, wenn man zu viel den ganzen Tag im Stil rumkommt, ne? Na dann. Ja doch, ich habe das doch gesehen, wie oft du hier wieder on und off und off gewesen bist. Was? Meinst du, ich merke das nicht? Was hast du denn gemacht? Du warst ja, ich hab dich beobachtet, ganz einfach. Ach nee, falsche Richtung gefallen. Ich hatte heute Fahrstand für Autos. Ja, gut. Cool. Wenn du gerne heimlich und dann perfekt essen tust, kannst du mir den schicken. Oh, da fällt ein Baum. Und auch genau, oh, ich hab getroffen. Aber jetzt sind wir. Alexander, wir sagen immer noch Synchro, wenn wir auf den Sound draufkommen, ne? Das nur mal so zur Info. Ja. Das kannst du auch nur nicht, also nicht geschlafen hast. Und neben den 30 Minuten Prozesse. Zumal er ja vorhin drin war und wir eine Bäume geerntet haben und Ja, klar. So, du kannst wieder in deinen Träger reinspringen. Der steht gerade oben beim Sägewerk. Drecksau. Jo. Dann gehe ich nämlich mal einen LKW, wenn ich den finde. Hat sie geleert? Jo. Bitte. Danke. Bitte. Was dazu muss ich mir auch sagen, kann das nicht rutscht. Hier die Glasplatte. Ja. Das hätte ich mal gewünscht. Ach, da fährt er rum. Na, meinst du, stehen hier rum oder was? Ja. Er ist auch froh, dass er fahren kann. Genau. Das sicher. Das weiß ich immer froh, wenn er fahren darf. Jo. Oh, 0:02, guten Morgen. So. Wenn du oben Abfahrer brauchst, dann sagst du mal Bescheid, ne? Sitzt schon drin. Bist du schon drin? Jupp. Okay, alles klar. Und die Franziska. Also, Rio, cool, das macht echt was aus. Franzi, bitte. Wenn der Seite stehst vom Baum, ne? Wo er hinfällt. Du musst, also. du musst immer, wenn der Baum fällt immer nach links, wenn du gerade stehst. Ja. Das heißt also, du musst dann praktisch sehen, rechts vom Baum stehen, dass er links hinfällt. Ja. Das geht aber nur dann, wenn du den eben Schritt machst. Also wenn du schrägen Schritt machst, dann fällt das Ding sonst wohin. Naja, das habe ich vorhin gemerkt. Oder der Baum bleibt stehen. Das habe ich auch schon gesagt, ja. Also ich habe das vorhin mal auch mal im Erzählungsmeer getestet, Gebäude zu platzieren. Das ist ja scheiße. Ja. Das ist ja Käse. Also da muss ich noch gewaltig üben im Erzählungsmeer, ja. Bevor wir das hier auf dem Server machen. Weil so wie ich die Gebäude im Zivilcare platziert habe, ich die nicht die auf dem Server an. Das ist ganz einfach, sagt er. Ja, klar, sicher, es ist platziert, es ist nicht das Problem. Nur wenn du da keine großen Berge darunter haben möchtest, also keine Rampen haben möchtest, wo du mit dem Trecker gar nicht mehr hochkommst, dann musst du schon genau aufpassen. Moin, Tantigen, ja. Das gibt auch einen Mod, heißt das dann gerade. Alexander, du weißt, dass du das noch nicht weißt, dieser Server läuft ohne Mods. Ja, okay. Ja. Und es wird sich auch nicht wegen dir ändern. Richtig, ich glaube, das haben wir nicht zum ersten Mal erwähnt, dass da keine Mods hier rauskommt. Doch, GPS. So, liebe Zuschauer, und jetzt wisst ihr, warum unser Kugel auch der Erklärbär heißt. Genau. Aber hier mal. Trigol, grüß dich. Grüß dich. Okay, alles gut bei dir? Ah ja, sicher. Und bei euch? Ja. Wenn ich das so gerade so sehe, ne? Ich habe heute Mittag noch auf den Server geguckt, hab gedacht, oh, schön, die ganzen Bäume, wie toll die aussehen. Weg damit! Ja, dann ersetze dich an unseren Bäumen auf der Carpaccio. Die sind morgen weg. Wenn ich morgen drauf komme, sind sie weg. Pain. Was? Wenn ich morgen drauf komme, sind sie weg. Warum sie nicht? Warum? Vor allem, wenn ich die Bäume, wo ich gesagt habe, die bleiben stehen, machst du die Welt glücklich durch.
Oh. Frank, du hast Major Payne. Ne? Major Payne ist ein Ausbilder bei der US Army. Der ist gefährlich. Major Pille. Nee, ach, Pille. Den stell ich einmal im Bein, dann fällt dir auf die Nase. Nein, das, der macht das ja wirklich. Lass ihn, also lass die Sachen verstehen. Kannst dich an unserem Bäumen austoben, das hast du ja schon gefragt, also ist das nicht so klar. Ich weiß, wenn dann fällig nur, wenn er sagt, die dürfen gefällt werden. Moment, hat denn Ihnen jemand gesagt, dass diese Bäume gefällt werden dürfen? Ja. Ja, Olli. Das ist doch unsere Gelddruckmaschine hier. Hat mir nicht irgendwas einmal gesagt, dass sie die Bäume stehen lassen? Weil sie so schön sind? Nein. Sie waren schön, jetzt gehen wir auf den Sack. Gregor, denk dran, wir haben bald Weihnachten, wir brauchen Tannenbäume. Ja, schön, kann man mit Kriegern hier erleben. Nur deswegen werden sie ja verkauft. Das ist unglaublich. Was sie wollen auch nicht, also so kannst du es auch nicht sehen. Doch, ihr wollt ja die Bäume kaputt machen, oder nicht? Hm? Nein, wir müssen sie kaputt machen, wir brauchen ja die Felder da unten. Ich brauche nicht, was sie will, ich kann immer nur hier. Ja, ich könnte mich auch wieder nicht entscheiden, wo du hin willst. Ja, ja, mal hoch, mal runter. Ach, die Richtung. Tempomat an. Voran die Tastatur. Baum fällt. Aua. Gregor fällt der Baum. Hallo. Na? Was denn? Ich hab's gewusst, Gregor. Ich hab nur einen Weg nach oben gesucht. Entschuldigung. Ich hab erst die Brücke gepasst. So. Nee, alle nicht. Alle machen das. Ja. Das bedenkt auch, dass wir schon ganz gleich an die Stellen, wo jetzt gerade die Bäume gestellt werden, gleich neue gepflanzt werden. Naja, wir wollten ja hier die Grünfläche mit nutzen, ne? Richtig, ganz genau. Ganz genau. Da setzen wir noch ein paar hin und dann ein bisschen weiter weg vom Feld ran, ne? Ja, ganz gut. Aber zumindest hier an der Seite schon die Bäume haben. Also da kann sie mich dann doch nicht zusätzlich stören. Okay. Ja, ja, die setzen wir dann weiter rüber hier. Also da wir das Feld sowieso immer quer erden müssen, wegen unserem schwachen Wegwerfer, ist das finden wir hier oben zumindest direkt am Feldrand dran. Das ist nicht das Problem. Und unten am Feldrand könnte man, glaube ich, auch noch eine Reihe hinsetzen. Da steht doch schon eine Reihe. Ja, ja. Doch eine Reihe? Solange wir keinen Hof haben. Naja, das Problem ist, die Bäume hinfallen. Wenn du dann nämlich nach Süden fallen lässt, also in Richtung der 24, sind sie nicht mehr auf unserem Gelände. Stimmt. Bald, ja, hast recht. Wenn sie ins Feld reinfallen lässt, dann hast du Fruchtzerstörung. Wirklich nicht wahr. Ich hab's noch nicht probiert. Im Dreck, genau so ist es immer noch. Ja, einfach hat gerade gestimmt, ihm wurde mal gesagt, dass man nur in Spiele-Channel darf, wenn man mitspielt. Ist das noch so? Zum Beispiel, wenn ich auf den CS komme und alle sind in einem LS19-Channel, darf ich da mit rein. Wenn er LS mitspielt, ja. Wie alt ist er denn? Wenn man das so fragt. Zumindest so lange im Livestream. Wenn nicht im Livestream, dann. Dann? Dann kann man eine Ausnahme machen. Da hänge ich auch irgendwo rum. Der hängt hier auch irgendwo rum, der M-Track oder wo? Naja. M-Track ist 16. Ach, alles klar, da muss man sowieso muten. Richtig, da muss man also sowieso muten, der darf dann nicht zu hören sein. Oh, wie spielen in Livestream zumindest. Spielen wir hier mit Cargo? Das hätten wir nicht wirklich der M-Track. Wollt ihr nicht erst einmal die gefällten Bäume weghaxeln, wegmachen, bevor ihr neue Bäume fällt? Also so ganz leicht als Vorstand. Ja, ja, mehr gibt's jetzt hier sowieso nicht. Ich weiß nicht, wer die da umgelegt hat. Wahrscheinlich Alexander. Alexander, wo bist du? Ich bin noch da. Ja, das merke ich, dass du da bist. Hast du die ganzen Fake-Indikados hier angesetzt?
Gott sei Dank, Gregor, gucken die bei mir im Stream nach. Ein einziger. Ricardo, ja. Gott sei Dank, dass der Kleber bei mir nie nachguckt. Aber es ist unglaublich, ne? Jetzt hat der Sven schon einen schnelleren Rechner und ist immer noch nur am Rechnen. Sven, war mal ganz im Ernst, du musst an deiner Leitung ein bisschen was so basteln. Du siehst ein bisschen ruckelig im Stream aus. Weißt du jetzt nicht, ob so eine Leitung da an der Grafikeinstellung liegt? Ja, morgen wollte ich nochmal was machen, aber heute nicht. Also, alles klar. Also ist wieder schon bekannt. Das wollte ich wissen. Gut, alles klar. Ich glaube, keine Ahnung, welches Spiel hast du denn auf höchster Grafik? Auf höchster Grafik? Nein, auf höchster Grafik geht bei den Rechnern nicht. Das braucht man auch nicht. Ich habe auch nicht auf höchster Grafik und das kannst trotzdem spielen. Ich habe auf hoch. Ja, du hast ja auch einen leistungsstärkeren PC und eine leistungsstärkere Grafikkarte. Ja. Da kann man, da geht das dann ja, aber irgendwie sind dann auch Grenzen. Wie gesagt, Hauptsache man kann spielen. Also, ob jetzt dann, was weiß ich jetzt, die Bäume fotorealistisch mit der Winde aussehen oder nicht, aber auch scheißegal. Ja. Hauptsache man so kann es überhaupt. Genau. Als ich hier mit dem LS-Bounce angefangen habe, ist das, ist der Anhänger schon voll hier? Oder kann das der hat extra zu, der andere voll gemacht mit dem Abschluss. Nee, jetzt nochmal ganz langsam. Das habe ich nicht verstanden. Warum ist der zu? Dass der andere voll gemacht wird. Ach so. Ja, ich fand das unnötig. Ja, dann fahre bitte diesen Trecker mal weg, Drecksam, weil der stört mich. Der stört mich, jetzt muss ich um den Trecker herumlatschen, um den anderen davor zu machen. Ja, alte Leute, du weißt schon, ne? Immer diese alten Säcke. Nee. Endlich ist das Ding hier weg, Gott sei Dank hier. Das hat vergessen. Was denn? Ja, eben, muss man ja alles sagen. Alles muss man dir sagen. Da, Leute, ich bin mal weg für heute. Ne? Jo. Bis morgen. Okay, morgen sind die Bäume weg, ne? War doch nicht mehr gehört. Gut. Dann lass mich mal 5 Minuten allein auf der Karte. Na, das ist ja logisch. So, der Enten schreibt gerade, er meint, wenn kein Livestream ist und ich mit nicht spielen kann, weil ich zum Beispiel kein LS19 habe. Aha. Dann geht man eigentlich jetzt so in den Bereich Lauderecke rein. Da ist dieser Bereich gedacht, dass man dann halt mit anderen Leuten über andere Sachen redet. Das machen wir beispielsweise, wenn ich auf der Ravenport Park alleine bin und ich sehe da oben Mario, den Ravagani, den Sven, die spielen irgendwas ganz anderes. Ich habe einfach keinen Bock, in meinem Kanal alleine zu sein. Dann gehe ich in diese Plauderecke rein und plauder mit denen halt über Gott und die Welt. Ja. Oder über das, was du hast. Da spielen wir auch über meinen Kanal ab. Beispielsweise. Wie läuft. Ja? Also das, klar, das geht. Wenn wir für dieses mit 2, 3 Leuten im Kanal ist, die alle gleich auf der gleichen Karte spielen hätten, dann kann es die anderen stören, wenn du dich dann mit diesen 2, 3 Leuten austauschst und sagst, du musst das rechnen, du musst dies machen, du musst das machen, dann verzieht man sich dann wieder in den Kanal, das Spiel gehört und ist dann ungestört und der sich erstmal gestört auf die anderen. Aber wenn man alleine ist, nicht nur mit dem Einsatz, wenn man nur alleine bleiben möchte, ist das sicherlich ein. Ja. Und der Trick Design wieder schon, wenn du stürzt. Ne? Aber wenn du dein Kanal bist und dann irgendwie die ganze Zeit nur gucken willst, dann hast du noch nicht geguckt, wenn du spätestens drei Leute vor dir, die sagen, Handshake, hau ab! So eine Art, ne? Rotzi, was meinst du, kann ich das fahren? Passen wir auch noch ein, zwei Sachen passen. Ja, umkuppeln kannst du schon. Also, wir gehen hier weg. Hier ist das Handschuhhänger. Ja? So. Ich guck mal, was hier da oben treibt. Müssen wir eigentlich jetzt gerade die letzten Bahn auf, ne? Ja, ungefähr.
diese dumme Ecke da, die hat mich letztes Mal schon genervt. Ja, da kommt ein Gringo angeflitzt. Ach klar, muss ja mal schauen hier. Aber nicht durchs Feld fahren, oder? Doch, ich darf nicht durchs Feld, das ist ja abgeerntet. Hä? Nicht du. Ey, doch, wer will sonst? das hab ich gesehen. Macht nix. Bist du wenigstens die nächsten zwei Wochen nicht da? Lass mal stehen. Können wir schon Bäumchen fällen? Ja. Oh Mann, dieses Feld 8 muss noch gepflegt werden, Mann. Wenn wir das hier haben, dann das muss gepflegt werden, dann gehe ich in Urlaub, das war's. Bin ich unbekannt verreist. Jo. Das Feld 8 doch wieder mal an. Das ist riesengroß. Stell dir das mal vor, mit unserem kleinen Buch, da sitzt du eine Woche dran. Ach, macht nix. Hier muss er durchfahren. Jo. Sven, wie viel Prozent hast du? Das ist doch der, das kann man jeder sehen. 91, ganz genau. Das heißt also, Frank, ein bisschen vorsichtig sein mit Abtippen. Deswegen frage ich ja extra nach, wie viel Prozent, weil ich ja gerade beim Hochfahren bin. Das kannst du aber auch selber sehen, wenn du halt ganz normal auf die Aufträge drauf gehst. Ja, ich würde es aber gerade nie während der Fahrt machen, dass ich irgendwo dagegen fahre. Der M-Trank schreibt gerade, danke für die Erklärung, Redul. Machst du das beruflich? Stimmt. Können wir extra so eine Ecke einführen. Für unseren Erklärbär. Ja, Redul, machst du das eigentlich beruflich? M-Trank, ich habe eigentlich gedacht, dass junge Leute in deinem Alter, in deinem jungen Alter, einigermaßen vernünftig erzogen worden sind. Anscheinend ist das aber nicht der Fall. Das wäre dann ein richtiger Beruf für dich. Das wäre kein Schade. Das ist eine schöne Ecke, der Stimme. Nein, ich bin auch nicht Peter Lustig. Ich fand, dass ihr euch das jetzt wieder erinnert. Der lustige Peter. Genau. Und nein, also nein, M-Track, ich bin nicht beruflich Erklärbär und auch nicht irgendetwas in dieser Art. Ich tue es einfach nur so. Ja? Ich bin eigentlich ganz woanders tätig. Ich bin in dem Bereich der Lebensmittelbranche tätig und dort an der Pforte. Weißt also, wenn du irgendwo ein Kühl-LKW fährst mit einem ganz bestimmten Produkt im realen Leben, nicht im ETS und auch nicht im ATS, ja, dann könnte es unter Umständen sein, wenn du machst, dass du mich dann wirst du mich dann so als Erklärbär nicht erkennen. So, das waren jetzt so ihr Bohnen. Mensch. Danke, Motti. Ui, da fahr ich hin, da gibt's Geld. Ja. Wieso fährst du jetzt noch weiter? Ich denke, du bist doch fertig hier, oder nicht? Nicht annehmen. Ich hab gerade den letzten Heim abgemäht. Okay, dann schließen wir mal ab hier. Achtung. No, Krieger! Ach ja, stimmt. Oh, ich wollte jetzt für 1006 Euro verkaufen. Ja. Also was drauf. Oh, du bist so gemein. Die paar Peanuts, mein Gott. Peanuts? Das war ordentlich Geld. Die fallen doch jetzt echt nicht ab. Guck dir mal. Was ist bei 1006? Was ist das? Nein, das ist eine kleine Landwirte gehen. Gleich. Jo. Oh, was ist denn jetzt? Ach, das war ein Autosave, glaube ich gerade. Ja. Ich habe mich schon gerade gewundert. Ich denke schon mal, Spiel stürzt ab. Nee, wir haben das Geld gekriegt. Krieger, willst du mit dem Tiger 6 fahren? XL? Schade, ich dachte, du willst ein bisschen Zuckerrüben machen. Willst du Zuckerrüben machen oder willst du Backen? Mach ich. Hä? Zuckerrüben könnt ihr gerne machen, das ist gar kein Problem. Habt ihr das gewisserweise gebietet? Boah, Krio, das Schneidwerk musst du mal angucken. Boah. Ja. Sitzt schon drin, du kannst in den LKW reinjoinen. Ja, ich gehe davon, dass du mal zu mir und zu laden. Oder so. Boah. Das ist ein Schneidwerkswagen. Hast du schon angekoppelt? Ja, das ist eigentlich nichts anderes als das, was wir bei der Südhemmern halt mit dem mit diesem roten Fahrzeug hatten. Na, das ist aber breiter. Das mag sein, dass das ein bisschen breiter ist, aber das dürfte nicht viel breiter sein. Oh, warte, ich guck das mal. Ist 4 Meter Arbeitsbreite. Oder 12. Die Rübentechnik mit Rüben. Ja, von Heumann, das hat 5,4. Dann laufen gelassen wird, ne? Mit der Stubbenfräse, ganze Zeit auf volle Pulle. Mhm. Sorry.
Also der hier, das ist eine 4 Meter Arbeitsbreite und der andere der Räume hat eine 5,4. Ja, aber der ist schon breiter als wieso. Der kann nicht breiter sein, wenn der Roper eine 4 Meter Arbeitsbreite hat und der Räume eine 5,4. Dann kann der nicht breiter sein. Das geht warte. Hm? Ja, Zweier. Wie Zweier? Oder? Nee, gar nicht. Das ist also, falsch. Ja, stimmt. Nee, ist alles gut. Das sind zwar zwei Schneidwerke, das ist richtig, aber zumindest eine, weiß nicht wofür, das ist für der Heumer, das ist ein 12-Reiher. Und der links der Europa. Wir haben 4 Meter. Ja. Den kann man konfigurieren, okay. Wozu dient dieses Zusatzteil bei dem Europa RR 645? Das ist ein kleiner Ausflug auf der linken Seite. Wie soll der denn das sein? Der war. Das ist. Der Auswurf ist für das Grünzeug. Das verteilt er dann. Also ist das quasi mit Krautschläger von. Ja, genau. Ja, Krautschläger ist ja sowieso drin, sonst lässt das nach unten fallen mit. Aha. Und wenn du das Ding mit dran hast, dann ist es ein Seitenauswurf. Ach, und das ist ein Seitenauswurf. Ah ja. Oh. Ja, ich sehe es alles da. Danke. Bitte. Gut, das ist ja schon mal schön. Das Ding wurde, das benutzt wir, das benutzt für Rübenblattfahren. Ja. Das ist der Kautschläger. Der da ist der Kautschläger geworden. Aber wer hat denn mal die Füße-Dinger hier besorgt? Ich irgendwann mal. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendeine Aufgabe war das. Ja, muss wohl eine Aufgabe gewesen sein mit Füße-Dinger. Ja. Spritzen. Dann hast du gedacht, wir testen das mal mit Füße-Dinger. Da stehen die Paletten seit 2 Jahren hier rum und verdammt. Da brauchen wir nicht. Glaube ich. Nee, ist das aufgeschrieben. Bist du nicht, dass du den. Warte mal. Nee. Da in dem Palettenbereich auf die Garage klicke, kommt immer von so Gerätschaft. Was war's? Ja, mach den mal weg hier. Gibt es dann einfach nochmal finden und dann. Du, ich habe auch selbst eine Spritze gekauft und habe das Zeug. Ihr stört nicht. Das steht halt nur rum. Das Geld ist weg. Schließlich hast du das ja gekauft. Nee, weg ist es ja nicht, das steht nur rum. Naja, es ist so, es ist ja weg, weil du es gekauft hast. Baby. So ist es ja auch, so ist es ja auch wieder nicht. Ist ja wie bei uns im Baumarkt. Das Geld ist zwar ausgegeben, ja, aber es ist ja nicht weg, weil die Ware steht ja noch da. Ja, ist ja richtig, aber das Geld ist weg, weil die Ware da steht. Sven, ein bisschen Zuckerrüben fahren? Nein, ist nur totes Kapital. Ja, das meine ich doch. Ist doch alles gut. Das ist richtig, alles besser. Ein bisschen Zuckerrüben fahren? Mit dem Tiger 6? Ich gehe da draußen und ich bin jetzt gerade mal nicht da. Die geht Arbeit, Hilfe. Ja, geh mal Luft holen. Dann müsstest du, wenn du fahren möchtest, mal zu Feld 13 kommen. Ja, tschau, tschau. Ja, tschüss. Auf ihn immer wiedersehen. Oh, das nervt. Ja, wenn das so weitergeht, dann ist das letzte Mal drauf gewesen. Dann kriegt das Serververbot, weil das nervt irgendwann jedes Mal dieses Rein und Raus von denen. Minuten hier und dann passt mir das da irgendwas nicht, was ich nicht irgendwie große Maschinen fahren kann und dies und das und jenes. Ja, dann geht da wieder zu jemand anders. Ja, mitspielen im Stream. Bleiben. Ja, das habe ich schon gesehen. Da war aber jemand anders. Jessica meinte bloß, dass das nicht der Alexander ist, weil ich ihn an der Stimme erkannt habe. Nenn ich jetzt wieder. Ja. So. Aber wenigstens er war so nett und hat mir den LKW hochgebracht. Da stehen die holen muss. Bäume, Bäume. Kommt dein Sven angetippelt? Na Frank? Ne? Blinken kannst du heute nicht mehr. Wieso? Hast du Blinker abgefahren? Ich hab die letzte Bockweste geklaut. Oh. Du bist gemein. Oh. Fall die alte Klappe. Boah. Den Hafen jagen. Das ist immer geiles Arbeitsdicht.
Guten Tag. Guten Tag. Ein schönes Maschinchen, oder? Ja. Und deshalb habe ich dir schon mal ein bisschen eingepupst, damit du schön warm am Hintern hast. Ja, hättest du auch einfach nur diese Zeit sogar machen lassen. Die habe ich ausgemacht. Ich den Gregor dann nach dem Stream mal aus. Mhm. Und dafür hat er es noch gelesen. Wunderschön. Nee. Oh, wieder ein M1. Maybe. Oh, wie ist die Luft aus? Dunkel war es, der Mond schien helle. Ah, als der Wagen blitzeschnelle. Als eine kurze blitzeschnelle langsam um die Ecke fuhr. Wenn du schon sicher bist, dann bitte richtig. Nee, ja, es gibt ja mehrere Versionen davon. Also. Wagen kenne ich nicht. Es gibt mehrere Versionen. Das ist richtig. Wagen ist richtig. Yep. Kommst du noch den Stream? Was? Kommst du noch den Stream? Der Endtrick hat irgendwas geschrieben, das will ich jetzt gerade im Messen vorlesen. Ich hab jetzt irgendwas gerade nicht verstanden. Welches Stream soll ich haben? Ob du noch den Stream guckst? Nein. Ich guck jetzt nicht. Ich guck ja wieder mit. Deswegen guck ich also nicht die Live-Tools an. Endtrick hat was geschrieben, das will ich jetzt gerade im Livestream verlieren. Sag ich dir dann nachher. Okay, gut. Ich bin nachher sagst, okay. Ja. Irgendwie ist man sehr sinnvoll gehört, der mit draußen angefroren anscheinend. Macht nix. Warte mal, ich mach das mal anders. Kopieren? Ja. Du hast hier ein paar Bäume liegen lassen, ne? Ein paar Baumstämme. Wo? Auf der Strecke? Hier, auf der Strecke, ja. Genau da, wo ich. Ja. Merke ich. Ich war vorne und ich war in die Heime, dass du bei mir vorbeigeführt. Natürlich, ich bin schnell. Hast du nicht mal super. Ich bin hier aber nachher. Ja, ich komme jetzt hier an die Seite. Und die liegen hier bei dem Telegrafenmast nördlich von Feld 3. Also kannst du eigentlich nicht übersehen. Ich hab's dir mal in CS kopiert. Hab's gesehen, dass du was gemacht hast. Alles klar. Gut, lesen. Irgendwo war hier doch noch ein Baum mit. Da. Da. Und Drexler, das ist bei mir normal, dass ich vorbeifliege, aber es ist ja Superman, ja, so, ne? Und roten Käthe und dann blauer Anzug. Und dann grob und stark. Ui, da hat jemand wirklich gerade einen roten Käthe. Ich hab nämlich. Das klang so eher so, als wäre hier jemand einen Live-Berichter schreibt aus dem Applaus. Das Internet kommt wieder im Berg nicht hoch. Ja, ganz genau. So, da muss man noch mal ein bisschen was dran machen hier. So. Und ups. Geht das Frank? Na warte, ich wollte ihn bis vorholen erstmal. Mann, mir kreut hier ein bisschen die Stumpen weg. Ja, das ist auch vernünftig. Die müssen auch weg. Mhm. Und wir wollen ja schließlich ein neues Ganzen, ne? Genau. Ah, hier ist da noch einer. Ich wollte mal, ich weiß nicht, aber Olli, hast du dich eigentlich schon mal informiert, was wir hier machen wollen, wenn wir da die Parzelle südlich vom Feld 19 haben?
was wir da so vorhaben? Nö. Achso. Nee, das war, da habe ich auch nicht weiter. Hast du noch nicht weiter? Nee, nee, ich bin noch nicht weiter drauf eingegangen. Danke schön. Also, damit ihr mal so ein bisschen Bescheid wisst, wir werden das so machen, dass die nächste Parzelle, die wir kaufen, südlich die vom Feldmaus ist. Das mit die mit den drei Feldern. 24, 25, 26. Ja? Das ist die Parzelle, die wir werden. Die kostet uns 320.000 Geld, wenn wir das andere kaufen. Das heißt, wir brauchen. Aber die Arbeit sieht jetzt so weit aus, dass wir das bei 24, 25 zusammenlegen werden. Ja, also nicht dieses alte Kleinfelder, sondern so ein großes Feld draus machen. Und das Feld 26, da wollen wir eine Baumschule errichten. Das bedeutet, wir pflanzen auf dem Feld, also auch das Feld praktisch gesehen, und pflanzen jeden Tag eine Reihe Bäume. Von hinten beginnt nach vorne, ich habe das heute mal getestet im Singleplayer, das geht hervorragend. Ja. Jeden Tag eine Reihe Bäume, das heißt von hinten nach vorne. Eine Reihe, jeweils jeden Tag eine Reihe, sodass wir praktisch nach 8-9 Tagen dementsprechend 8-9 Reihen haben in verschiedenen Wachstumsstufen. Wenn die hinterste Reihe, die erste, die zuerst gesät wird, dann fertig ist, ja, dann können wir die abholzen und Baumstumme wegmachen und gleich wieder neue pflanzen. Das heißt, am nächsten Tag kommt die Reihe 2, dann am dritten Tag die Reihe 3, sodass wir jeden Tag praktisch gesehen eine Reihe Bäume zum Ernten haben. Da müssen wir mal gucken, ob wir Doppelreihe machen oder Einzelreihe. Ja, richtig. Ich habe nämlich festgestellt, ich bin mit 8 Reihen, da bin ich mit dem ganzen Feld noch nicht durch. Wir müssen mal wirklich gucken, ob wir dann vielleicht Doppelreihe draus machen. Dann hätten ja. Also ich kriege da 8 Bäume pro Reihe drauf. Mhm. Das heißt, wir hätten dann jeden Tag 16 Bäume zu ernten. Wichtig ist natürlich, dass nach dem Ernten auch mehrere gesät wird. Genau. Ja? Das ist so der Plan, wie wir das jetzt tatsächlich machen werden. Ja, deswegen hoffe ich ja, dass die Degi-App jetzt mal so langsam dann kommt. Ganz genau. Dass wir es da schon mal so schön reinschreiben können. Richtig. Also, wenn die Bäume gefällt werden, dass die gleich wieder neu gepflanzt werden. Mhm. Ben, was wolltest du sagen? Brauchst du Abfahrer? Das hat Olli gerade schon gemacht. Mit der Degi-App meinst du? Nein, die Aufklärung, dass die Bäume nicht gesät werden, sondern gepflanzt. Ah ja, gut. Okay, ja. Was ich aber jetzt nicht weiß, wird das eigentlich was bringen, wenn man bei Bäumen, die man pflanzt, wenn man die jetzt auch noch düngt? Weil das ist ja ein Feld, das wir da aufhalten. Ja. Ist ja nicht so, dass wir das Feld löschen müssen. Wir könnten das Feld ja praktisch mit Gras besehen. Und die Bäume da reinpflanzen. Und die Bäume dann da reinpflanzen. Ja, können wir zwischendurch noch mähen. Könnte man machen, ja. Könnte man. Die Frage ist jetzt, wie gesagt, ob das jetzt den Bäumen das bringen würde, wenn man die jetzt A kalken würde oder B noch düngen würde. Ja. Das weiß ich nämlich nicht. Nee, das weiß ich auch nicht. Also ich glaube, so was Schwachsinniges hat noch keiner gemacht. Aber das müssen wir dann mal sehen, aber ich denke mal nicht, dass das großartig was bringen wird. Den Ertrag wird es ja nicht steigern, weil wir ja nicht die Dinger ernten, sondern nur fällen. Ja. Vielleicht wachsen sie dann. Ja, vielleicht einen Tag schneller, aber dann war es auch. Schneller müssen sie mal. Aber ich glaube nicht, dass das großartig was bringen wird. Nee, denke ich aber auch nicht. Ich kann mir das nicht erklären. Weil ich heute erst den ersten Tag gekommen. Da kann man ja was. Ist aber schön, dass du so rein dich spielen kannst. Ja, nee. Das freut uns also unheimlich. Das hat mir richtig leid getan, als 11.19 rauskam und Sven konnte nicht mitspielen. Das war wirklich scheiße. Ja, rein kauft sich extra und dann kann das nicht spielen. Da bin ich heute an den Computerladen vorbeigelaufen, ne? Wo ich den PC gesehen habe für diese 699, die ich unten im Balken drin hatte. Der war weg. Ja, das war zu erwarten. Sehr günstig ist er drin, steht bei 969. Ah, das hat sich ja jetzt erledigt. Genau. Das hat sich ja Gott sei Dank erledigt, ganz genau. Jetzt haben wir das selber mit.
alles noch. Er hat mir hier die Rüben geklaut, jetzt nicht nochmal. Wieso? Weiß ein Hänger? Ja, ich. Ein Rübendieb. Ja, schade, dass der gestern nicht dabei war. Ja. Das stimmt. Welche Große ist da damit gemeint? Der, sein Sohn. Ach so. Der war ja zwischendurch auch mal da. Ja, den habe ich gar nicht mitbekommen. Nee, da warst du vertieft in deine Spiele da. In deiner Spielewelt. In deine Spielewelt. Aha. Da war ich vertieft in meine Spielewelt. So nennt man das also, wo anders als gespielt habe. Ja, wir wollen ja jetzt keine Werbung für ein anderes Spiel machen, ne? Alles klar, okay, ich hab's verstanden. Gut. Und da ist er, der Lied von unserem Ingo. Ihr seid herzlich willkommen im LS19 Lied. Ja, herzlich willkommen im, ja, im LS19 Lied. Aha. Ja, da passt noch ein kleiner rein. So also ein ganz kleiner, so dann viel mehr rückt, dann kann ich halt machen. So. Hm? Was? Was? Oh, da kommt gut. Schon wieder nichts mehr an. Drexler, ich glaube, deine Leitung spinnt heute aber richtig böse ab. Denn ich habe jetzt gerade wieder nicht viel verstanden. Ich kann mir zwar denken, was du meinst, du hast mich gefragt, wo die drei Stände hingelegt habe. Gehe ich mal stark von aus. Ja, das mag. Ja, ist okay, bei Feld 23. Komm mal einfach Richtung Heimathof, wollte ich mal sagen, Richtung Hof. Ich stehe dann an der Straße und da sind die drei Stelle. Ah, da sind sie. Ja, genau. Ja, wo ist der Drecksteig? Wo ist der Drecksteig? Hält sich das? Ey, ach, die Heilige. Was haben die damit zu tun, die Heiligen? 9000 AP hat Abel hier. Vielleicht solltest du. 9882. Vielleicht solltest du mal aufhören, gewisse Sachen noch nebenbei runterzuladen, was in deinem Alter für dich sowieso in deinem Alter nicht gedacht ist. Wie wär's? Lass ich ja nichts wieder. Weiß ich ja nicht. Ah, du. Hast bestimmt ein bisschen Schnee auf der Leitung. Nee. Nee. Hat dich rausgeworfen, alles klar. Ich klau dir mal den Trecker hinten weg. Ja, wenn du irgendwann nicht schätzt, wenn du irgendwann mal einen 10.000er kriegen hast, dann wird das Ding sein weg. Ah, muss mal die Box neu gestartet werden. Und ich bin mir mal kurz einen Kaffee holen. Ja, gute Idee, Frank, gute Idee, das will ich auch gleich machen. Ja, moin Martin! Eigentlich wollte ich das schon nächstes machen, stellt mir gerade fest. Schreibt der Martin im Chat, sucht dies. Bis gleich! So, bis gleich. Jo, bis gleich. Das sagt der Richtige. The Cordula. Grün. Gute Nacht, Ingo. Gute Nacht, Ingo. Nee, so lange machen wir auch nicht mehr. Ich denke mal so noch, ja, Viertelstunde. Sind die 2 Stunden voll? Na, ja, Zeit vergeht, wa? Und die anderen müssen ja auch am Morgen wieder arbeiten. Nee. Doch, ich doch. Nicht. Ich nicht. Ich auch nicht. Doch, ich muss morgen wieder ins Rathaus.
mal wieder guten Tag sagen. Jo. Hoffen, dass ein paar Leute jetzt sich die Modellbahn angucken. Ah, da ist ein Baumstamm. Modellbahn. Das ist ein Modellbahn. Eine Modelleisenbahn. Was fährst du? H0? H0E. H0E. Vorher steht E Elektro, oder wie? Nein, Schmalspur. Ah. Hieß das immer früher anders? Irgendwie H0, dann gibt's eine N und noch Schlange. Bisschen was. Na, bei H0E die Spurbreite ist N. Nur der Schwellenabstand, der ist ein bisschen kleiner. Ich hatte früher eine Märklin. Und der Martin, der schreibt gerade, das ist was Feines, Ruhe zu haben, wenn man alleine im Raum sitzt. Wo sitzt du alleine im Raum? Da oben. Drüber. Ich dachte, da wäre ein Schattenbach unterwegs. Oh, Matze, ich auch da. Ah, den nehme ich mal runter, der fällt sowieso. Hier liegt ja auch noch Baum. Oh. Ja, im Track, du hast richtig gehört, Modelleisenbahn. Ich habe bei mir heim, habe ich auch eine Halmüll im Schlafzimmer stehen, die hat der Opa gestern gesehen. Und die haben eben unsere jetzige Vereinsanlage, die originalgetreu nachgebaut ist, wie sie damals in den 70er Jahren hier in der ehemaligen DDR gefahren ist. Die steht bei uns im Ratssaal, im Rathaus. Noch bis zum 17. Rate mal im Ratesaal. Ja, das, was hier den, zu den Jahren rumgefahren ist. Sächsische Firma. Welcher Firma hat die Züge und so? Die Loks sind von BMO. Die Wagen, keine Ahnung. BMO. Hm. Ich beide es nicht. Gute Marke. Oh, kurz eine Stange Geld. Was zahlst du so? 100. Ja. Was zahlst du voll ab? 100. 100? Boah. Da kriegst du noch nie mal den Lok für. Ein Tausender. Unsere sächsische 4K, die wir haben, die kostet neu im Laden 700 Euro. Ach du Heilige. Und dann noch nicht mal digital umgebaut. Den Shit noch dazu bist du bei knapp 750. Bei 750? Ja. Ah, hier sind sie. Danke. Aber ihr fährt sicher auf Modulen, oder? Ja. Sonst wäre die gar nicht transportabel, wenn die im Ganzen wäre. Ja. Wieder da! Jo. Wir haben eine komplette Strecke von... Wenn du alles aufbaust, haben wir eine Streckenlänge von 42 Metern. Ach du Heilige. Wie über Laptop. So Britisch-Karten und so.
Ein Track-Video habe ich schon gekriegt von der Nachbarn, die ja auch mit im Verein ist. Ich muss hier nur, wenn man vom Handy zieht. Nur 23. Oder du guckst einfach mal bei mir in der Playlist drin, und da muss irgendwo schon ein Video drin sein, wo eine Lok rumfährt. Man läuft aber nicht unter dem Fahrzeug. Nö, 24 war schon. Direkt über ein Modelleisenbahn rein. So, und bei mir kam Nö 24. Das war über Sven MGL. Aber im Heil. Und bei einer Vereinszeit aus. Das war mein Fuß. Ja, hab ich nicht. Gregor hätte ich doch nie an den Arbeitsschutz. Ja, da bedanke ich mich natürlich auch mal bei dem Erklärbär für den Loot. Ich soll sehr vernünftig noch er beobachtet mich. Ja, komischerweise, bei mir stand drin, dass der Tipp gar nicht rausgegangen ist. Oh, gut, oh. Sven, du hast ja noch eine Reihe übersehen. Siehste, genau deswegen habe ich das geschrieben. Genau deswegen. Gregor braucht nur bei mir im Stream gucken, da sieht das. Du meinst die, wo ich gerade reinfahren will, oder? Genau. Ich habe jetzt gerade beim Trommelfeld geplatzt gehabt. Wer war das bei euch? Alter Schwede. Ja, es ist gut. Ich habe das nur auf der rechten Ohr noch gehört. Was war das mit der Nase? Ja, es ist gut, ist kein Problem. Die Strecke, die du gesehen hast, ist eine Hälfte davon. Die andere Hälfte, die stand jetzt das Wochenende noch in Wermshof im halben Jagdschloss. Und wenn wir in unserem neuen Vereinsheim drin sind, wird die stationär aufgebaut, da geht eben nicht nur auf Reisen. Dann kommen noch weitere Module dazu. Das kurz Zwischenpunkt, Olli, ich fahre jetzt mal eben zum Shop rüber, hol mal die Setzmaschine für die Bäume. Ja. Und ein, zwei Blättenbäume. Jupp. Gut. Deine Frage, wie sieht's mit Tankwagen aus? Du fährst ja da oben an der Tankstelle vorbei, da musst du dann da mal tanken. Genau. Ich meine so allgemein, so für auf hier und so. Ja, wenn wir dann das Nötige für über haben. Richtig, also Tankwagen da brauchen wir derzeit nicht. Die Tankstelle ist so nah dran. Ja, das brauche ich. Also die sächsische 1K und 4K sind zwar Dampfloks, die dampfen aber nicht, weil sie keinen Dampfgenerator drin haben. Aber auf einer 4K haben wir ein bisschen vorne in der Esse Wattebaustein gestopft, damit das aussieht, als wäre Dampf. Da ist auch schon wieder ein Fichtenmoped an. Ben? Ja? Ich hab nichts für die Verstattung. Nö, Bock. Warte, den einen hier noch. Den da noch. Also es ging um den Eisenbahn. Ja. Ja, könnte von der Fallrichtung her hinkommen. Ja, den links bitte. Baumfeld. Oh, fast den Anhänger rein. Denk dir ein Hänger. Hier ist sogar der Hänger. Du bist gerade sein Krieg, du bist nicht hier oben. Nee, die ist da vorne. Also, du musst nicht wieder. Schön, dass ich keiner gemerkt hat, dass ich mich selbst in der Haustür genügt habe. Ich habe selbst was gemacht. Ich habe gesehen, was ich gemacht habe. Ah, er hat gelernt. Du wirst immer besser wie du. Wenn du ganz bescheiden erwähnt. Weil arbeiten wir mit dem Profi zusammen. Was denn? Das wird auch die Deutschen sagen, aber das Problem ist ja, ich habe ja nicht gesagt, dass das Eigenlob gewesen wäre. Ich habe es nur angemerkt. Also ich nee, du weißt gar nicht, auf welche Art ich. Also ich sagen wir es mal so rum, dass ich müffle höchstens aus dem Spiel. Ja,
Also ich kann halt sagen, ich stinke nach Seife. Pfui. Wie kann man nur? Wie kann man nur? Entschuldigung. Sven, wir haben doch noch nie Weihnachten. Stimmt, ist jetzt in 3 Wochen. Verfluchte Kacke. Ja. Ab in die Schlammkuhle. Ab in die Schlammkuhle, mal wieder ein bisschen den Duft wegkriegen. So, was wollte ich jetzt noch holen? Ja, genau. Jetzt mit. Forstmaschine, genau. Die miete ich immer nur, ne? Ja. Weil 26.000 will ich jetzt noch nicht ausgeben dafür. Nee, erstmal das Feld und dann kaufen wir sie. So ist es. Ja, wir machen. Ja, Und dann müssen wir mal gucken. Also ich sag mal danke für die 21 von unserer Jessie. Also 2 Pellets haben wir jetzt. Aber Kiko, ja, wenn ich noch frage, wir müssen vor allem 6.000 gebaut drauf, pro Ladung. Ja. Macht es mehr Sinn, wenn wir eine holen? Würde ich so machen. Ist also richtig, Vorschlag. Ist richtig, denn der Vorschlag ist auch gut, aber wie gesagt, wir haben es erstmal so gemacht, dass wir gesagt haben, wir nehmen jetzt erst einmal keinen weiteren Kredit, beziehungsweise geben das Geld nicht für irgendwelche Maschinen aus, sondern holen uns erst das Land dazu. Ja? Und dann später, wenn wir das Land dann haben, dann wird die erste Investition, die wir machen werden, diese Setzmaschine sein. Ja, weil wir sie dann ja auf jeden Tag brauchen. Ja, aber ja. Okay. Jeder macht es anders. Wenn wir jetzt 26.000 ausgeben, dann fehlt uns die 26.000 wieder um. Das Feld zu kaufen. Das Feld zu kaufen, ganz genau. Wir wollen so schnell wie möglich das Feld kaufen. Ich habe heute schon ein paar Mal darüber nachgedacht, ob es nicht vielleicht sinnvoll wäre, Olli, wenn wir uns nochmal wie ein Kredit aufnehmen. Dass wir das Feld. Na gut, so viel brauchen wir ja dann nicht mehr. Ja, richtig, aber trotzdem. Also, wie lange das dann wieder dauert, bis wir den Rest dann wieder zusammen haben, weißt du? Ja. Ich meine, das Schöne ist ja, wenn man schuldenfrei ist, man kann einen Kredit aufnehmen. Genau. Und denjenigen, der immer wieder schön Geld reinbringt, habt ihr ja hier drauf gerade. Nee. Der gerade mit dem Fan rumkutscht. Ganz genau. Ich kutsche gerade mit dem Fiat rumfahren. Ne? Du musst dann nur zu Info, ja? Nicht mit Fan. Na, ich fahre gerade mit Fan rum. Hast du jetzt etwa von dir selbst gesprochen, du Stinker? Ja. Eigentlich stinkt, ne? Ich war noch nie duschen, also. Wir haben noch nie Weihnachten. ich glaube 2000. Ja, 2000, aber da wir hier Geld abnehmen, ist das letztlich das sehr entgrenzend. Ja, ich verdiene mit einer Fuhre ja 6000. Das ist ja richtig. Aber wie gesagt, die Mietpreise ist ja 2000 als Initialkosten und glaub 100 oder 150 pro Stunde. Das heißt also, ich haue jetzt die zwei Sätzen, Paletten, die setzen die weg und bringe die Maschine mit. Dann sind die Kosten weg. Ja. Mieten ist ja so eine Sache, das sollte man immer, wenn man das macht, so nur für die Zeit mieten, wo man es braucht. Bitte? Brauchst du den gelben Wagen auch noch? Welchen gelben Wagen? Da hinten denn den Schneidwerkswagen, der da steht, der gehört nicht zu mir. Das ist von der Mission her. Ah. Genau. Ja, der bleibt auch da stehen, weil die braucht ihn nicht. Nein, um Himmels Willen, auf keinen Fall. Nur, dass ich nachgefragt habe. Ja, das ist auch das. Das ist von der Mission her, die sind von Haus aus bei den Missionen, sind diese Schneidwerkswagen dabei. Da die Schneidwerkswagen selber aber verpackt sind, wie mir der Frank mal erzählt hat, sollte man die nicht benutzen, wie gesagt. Verpackt, die hüpfen rum oder so. Nee, das nie. Du kriegst bloß halt der Schneidwerk, was du drauf machst, erst ab, wenn du samt Schneidwerkswagen umgekippt hast. Kommt immer drauf an, was? Ach nee. Was für ein Schneidwerkswagen das ist. Genau. Und dadurch, dass halt der Schneidwerk nicht so groß ist, konnte ich ja keine so mitnehmen. Ganz genau. Und das ist also, das hält sich auch noch in Grenzen jetzt hier. Ja, aber der Olli, wie gesagt, da müssen wir uns beide nochmal einen Gedanken drüber machen, ob wir da nicht vielleicht doch einen Kredit aufnehmen. Ja.
Ne? Ist zwar gegen meine normalen Politik, das kennt ihr. Ja. Das Leben ist ja nicht gerade meine Stärke. Aber wie gesagt, so. Deine Stärke, wie du. Knausern. Es hält sich ja Gott sei Dank in Grenzen, es ist ja noch nicht so viel. Ja, aber trotzdem. Oh. Das ist ein bisschen blöd, dem Pay gegenüber zu sagen, hey, die Pay, du musst ja sparen und selber schmeißen das Geld zum hohen Fenster raus. Ja. Und Baraumstrategie, demnächst sind es unserer Jesse. Von unserem Ingo. Ja, mit dem Gute Nacht Glück beenden wir mal den ersten Stream von LS19 hier auf dem Kanal von ZonNGL. Kannst du runterfahren, wir haben jetzt was. Nochmal mit einem riesen Dankeschön an den gesamten Funpark, die es mir ermöglicht haben mitzumachen. Hört der damit irgendwann mal auf? Nö. Wenn er fertig ist. Nee, das ist das ganze nächste Jahr noch anhören. Danke an den Freitag, danke an den Freitag. Ist gut, danke Sven, ist genügt, brauchst nicht jetzt zu sagen. Meine Güte. Oh. Ja, jedenfalls, mal gucken, wo ich mich morgen umtreibe. Entweder im 19er, im 17er oder auf der Autobahn. Einfach mal reinschauen, lasst euch überraschen. Bis dahin noch einen schönen, restlichen, was haben wir denn, Montagabend. Und gut, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ich lasse noch ein bisschen weiterlaufen bei mir. Sorry, Sven, das sollte jetzt nicht so nicht dramatisch klingen, aber du hast einmal Danke gesagt, das bin ich jetzt. Das war ein dankeschönes Thema, das muss ich nochmal Danke sagen. Dann kannst du unten hinstellen, wo die anderen stehen. Ist okay. Ich wollte es nur anmerken. Jetzt gut, ja. Jo. Aber LS17 machst du dann weiter, habe ich das wirklich verstanden? Bis 3. Januar läuft der Server noch. Ah, alles klar. Also ich habe das so viel verstanden, dass du irgendwie ein Problem hast und dass du irgendwie so hin und her kriegst oder so. Das war es gerade. Also bei mir war er extrem abgehackt. Ja, nicht überzwölf. Ja. Aber finde ich gut, dass du den 17er noch nicht ganz verstehen lässt, wenn. Also vielleicht komme ich morgen sogar mal vorbei. Mal sehen, wenn du die 17er die Stappen da hast. Mal sehen. So, ist das schon wieder der eine Baumbug da drauf? Von wem willst du denn Leibeigene sein? Martin, Sonja, Ronny oder mir? Wie was? Von wem willst du denn Leibeigene sein? Martin, Sonja, Ronny oder mir? Das ist mir Latte wie sonst was. Ich meine, Ronny ist bis Freitag nicht da, aber warum war ein der zu tun, bestimmt seinen Hof gemacht, seine Tierchen zu mobben? Ich muss mir sowieso die ganzen Mods wahrscheinlich erst unterladen. Ich spiele dann mit Mods, gehe ich davon aus, ne? Ja. Ja, das muss ich auch erstmal machen. Das dauert erstmal. Ich muss. Ah, nee. Die Mods. Ja, dann steig aus. Dann mache ich das. Die Modliste hast du bei dir auf dem Kanal drauf, ne? Ja. Oder ist sie hier in dem PS irgendwo? Stappen macht TS rum. Haben wir denn Stappen macht TS rum? Wo ist denn das? Oder haben sie schon weggenommen? Ach, da kommen die Server Stappen. Ja, genau. Oh, wollte ich sagen. Ja, alte Leute, du weißt schon, blind und so weiter, ne? Ja. Ja, müssen wir jetzt mal gucken, wie viel habt ihr denn da? Ach, das sind ja nicht viele Mods, nein. 1,16 GB und liebe Zeit habt ihr. Das geht noch. Das geht noch, ja. Oh, Big M ist dabei, das ist schön. Die Karte, die wir vorher hatten, die Sitzhöhe, die hatte 1,44 GB alleine. Spielt die gar nicht mehr oder ist die jetzt ausgelaufen oder? Die Sitzhöhe, da hatte ich Schnauze voll gehabt mit den ganzen Fehlern. Mhm. Und auch keinen Bock hier, weiß ich nicht, wie viel schwere Strohballen per Hand durch die Gegend zu stecken. Oh, ja. Oder, nee, Quatsch, nicht Strohballen, sondern Europaletten mit Mehl und so, diese 5 Tonnen Dinger. Mhm. Kannst du ja im Realen auch nicht per Hand durch die Gegend stecken. Ja, und da geht es komischerweise. Hm, okay. Ja. Ja, hat jetzt Sonja die mal angeschrieben, aber wenn ihr Modder habt, könnt ihr euch die ummodden, wir machen nichts mehr. Das war aber klar, weil ich 19 kam, dann ist ja mit 17 meistens vorbei. Na, wie gesagt, so. Mhm. Ich setze das Ding an den Wand, ziehen wir nochmal um, auch nach Stappen machen. Das Ding braucht bis zum Ende. Genau.
Und die Stappenbach ist ja an sich nicht schlecht. Sie hat zwar ein bisschen wenig Industrie, aber von der, allein von der Aufmachung her ist es nicht gerade. Ja gut. Ich werde den Dach einmal runterziehen. Und dann werde ich dann gelegentlich mal bei dir vorbeikommen. Bei 17 habe ich ja noch bei mir auf dem PC drauf. Den habe ich ja noch nicht gelöscht. Den 15er Gegner habe ich rausgeschmissen. Bei dem spiele ich ja doch wieder. 17 habe ich auch noch auf einem anderen Leppi. Den werde ich mir jetzt auch noch mal auf dem PC hier ziehen. Weil ansonsten muss ich mich hier irgendwie verrenken, weil der Leppi, der ist jetzt noch ein Stückchen weiter nach rechts gerutscht. Ja, nicht dass der Leppi jetzt gleich runterfällt vom Tisch, ne? Aber der Zubat rechts ist. Sieht eng aus. Ja, eben. Aber stell dir mal vor, irgendwann, sagen wir mal ganz blöd, dein neuer Rechner gibt den Geist auch, dann brauchst du den Leppi wieder. Mhm. Deswegen, also ich hab auch noch einen Leppi noch bei mir zu Hause rumstehen, der ist über 10 Jahre alt. Da läuft Windows XP gerade eben mal drauf. Ne? Und den benutze ich immer noch für den Fall, dass dieser, wo ich jetzt dran sitze, mal kaputt geht. Dann kann ich zumindest mit dem Leppi noch ins Internet rein und Bescheid sagen, hör zu, Leute, ich bin momentan nicht verfügbar. Kann doch irgendwie kleinere Spiele spielen, aber eben kein LS. Mhm. Ja, aber das ist dann die Reserve halt noch. Deswegen, also ich würde den Leppi mal ein bisschen beiseite packen. Ist richtig, pack das Spiel auf den 17er auf den PC drauf. Ne? Und lass den Leppi als Reserve. Ja, den nutze ich jetzt zum Chat beobachten. Oder so, ganz genau. Das ist natürlich auch eine Maßnahme, könnte ich auch mal machen. Genau. Gleichzeitig spielen und gleichzeitig hier rechts bei mir habe ich auch noch Platz auf dem Tisch, da könnte ich die Leppi draufpacken. Dann könnte ich dann gleichzeitig auf die Streams gucken und gleichzeitig spielen. Obwohl mit meiner 16er Leitung ist das auch nicht so prickelnd. Nein, dann habe ich noch ganz rechts noch meinen ganz alten Leppi, dann noch nur zum Tippi drauf. Warum geht denn das jetzt nicht mehr mit dem Striegel? Das ging noch vorher. Wieso? Warte mal, du hast da jetzt... Oder? Ja, okay, aber nicht. Ich kenne ihn nicht. Und ich begrüße erstmal meine neuen Zuschauer. Und das sind wir von? Aha. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das kann sein. Also die Karte selber ist ja frei, nur der Hof halt nicht. Genau, also wer mitspielen will, Pflicht ist auf jeden Fall TS erstmal kommen. Und IP, und da steht ja alles bei mir unten mit in der Videobeschreibung. Ne, weil Striegel, das ging noch vorher. Da ist jetzt ein Saat drin, ne? Ja. Die musst du anschalten. Wir hatten dann die Saat reingemacht. Ich? Weil, warum? Weil man mir gesagt hat, dass das mit Saat auf jeden Fall geht. Weiß nicht, ja, Ingo hatte nämlich gestern das Problem, genau, dass dann da freie Stellen waren und der Mähdrescher dann ewig rumgesponnen hat und er nicht richtig dreschen konnte. Aha. Ja, das ist natürlich so, wenn du jetzt, sagen wir mal, Kann aber auch sein, dass du spritzen musst. Nee, bei der Saat, bei dem, Hallo. Hallo. Bei dem, Moin. Wie heißt es hier, Striegel! Ich hab Schwierigkeit mit dem Wort, ich weiß nicht warum. Mit dem blöden Striegel ist es so, Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Mist. Ja, vor allem kriegst du ja nicht leer, das ist es ja. Ja, das ist richtig. Wenn du mit dem Striegel irgendwo hingehst, dann wird ja das Unkraut rausgedruckt. Ja. In die Lücken soll ja irgendwas rein. Ja? Nee, es ist auch. Eigentlich nie. Das ist für Gras. Zum Gras ansehen. Wenn du über das Gras fährst, ja. Genau. Genau, und damit, wenn du dann hinten Saatgut drin hast im Striegel, tust du dann halt neues Gras ansehen. Also die Lücken, wo das Unkraut war, halt damit auffüllen. Und wo Getreide ist, da fährst du nur so mit dem Striegel durch, ohne Zusätze. Kann aber sein, dass du ja schon spritzen musst. Nee, das ging vorher auch. Wir spritzen. Warte, das habe ich doch gesagt, wir wollen ja nicht spritzen. Was wähle ich denn dann aus? Was ist denn das eine? Das ist Raps, das andere ist Gras. Das dritte war... Ach, okay.
Ölrettich, glaube ich. Ölrettich, genau. Ja, dann nehme ich doch das kleinere Übel mit dem Gras, dann muss ich ihn strudeln. Genau. Ja, dann nimmst du eine Art Gas mit rüber, weil das kannst du sowieso mit dem Drescher nicht ernten. Wenn du natürlich jetzt Raps, dein Weizenfeld drin hast, dann Raps dann da. Ja, das war ja das Problem bei Ingo. Mhm. Genau. Ja, das ist natürlich doof. Also sagt der so. Drescher natürlich nicht. Nee, geht nicht mehr. Geht trotzdem nicht. Aha. Sind wir schon in der Wachstumsstufe zu weit? Das kann sein, wenn wir schon zu weit sind. Ja. Ja, wir sind in der letzten Wachstumsstufe. Also im Dunkeln. Und dem Feld, ja, da, das ist tiefgrün, das Feld. Und da ist schon tief. Das, ja, war vorher noch nicht. Das ist dann zu spät. Wir haben ja Platz und Wachstum auch schnell. Ne? Ja, stimmt. Gut, und da liegt das. Mir ist sowieso eine Frage, ob wir das mit dem Unkraut nicht abschalten. Weil wir haben bisher noch nicht einmal großartig nach meinem Kettenstand das richtig geschafft, zur richtigen Zeit Unkraut da zu striegeln. Doch, ich einmal schon. Einmal, prima. Wie lange wir spielen jetzt seit 2 Wochen? Ja, aber ich habe mich aber laufend auch halt drum gekümmert wegen Mission machen, dass man Kredit abzahlen kann. Dass einer da ist, der was machen kann. Richtig. Genau. Ja. Aber es gibt aber halt durch die Mission hast du dann halt auch mit einem Unkraut entfernt. Natürlich, das ist. Wo wir Geld machen können. Richtig, das ist ja richtig. Das Problem ist aber bei uns jetzt so, dass unser Feld jetzt permanent praktisch gesehen ungestriegelt ist, weil wir halt nicht die Zeit dazu haben. Wir müssen also, um das vernünftig zu machen, müsste man jetzt eigentlich hingehen und sagen, so, wir pflanzen jetzt um 22 Uhr das Feld an. Morgen früh um 6 Uhr ist die erste Wachstumsstufe bereit, es müsste jemand da sein. Ja. Das funktioniert nicht. Nee. Ja, das ist jetzt mal ganz blöd gesagt, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch schon morgens um 4 Uhr oder um 3, ich habe keine Ahnung. Ja, das ist ja das. Wie lange so eine Wachstumsstufe braucht. Ja, deswegen, also gut und schön bestriegelt, aber. Da machen wir ihn aus. Ich würde. Also ich wollte es jetzt nicht selbst machen, Olli, ohne mit dir darüber zu sprechen. Nee, du spielst du der Administrator, nicht ich. Und deswegen, also ich halte es sinnvoll, das Ganze abzuschalten. Vorübergehensweise erstmal. Ja. Müssen wir raus haben, wie das, wann das genau immer wächst. Wie lange so eine Wachstumsphase ist, meinst du? Genau. Ja. Dass man das mit dem Kreuz wieder anmachen kann, weil sonst dann kommen wir hier komplett durcheinander. Ist jetzt aus, ich speichere jetzt. Jupp. Ja, ich hab's gemerkt. Ich hab's gerade bei Sven gesehen, weil er gerade stehen geblieben ist. Ja, ja. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend. Wünsche mir dir ebenfalls. Danke für die Geduld. Jupp. Wir sagen aber, wenn wir ins Bett gehen, gute Nacht und nicht guten Abend. Oder moin moin. Ja, moin. Moin, sagen du Schwätzer. Ich weiß. Obi. Moin, ist hier Sabbel. Ja, ganz genau. Ich weiß. Ich sag mal moin. Ich moin reicht dicke aus. Oh, Sven, du blendest. Ich bin Alter, nicht gleich hinter. Ja, deswegen sag ich ja, ne? Damit du aus. Damit du dir nicht Ausländer mal lernst, wie du blickst. Okay. Ich reich völlig aus mit Moin. Was? Ich bin Doppelbürger, darfst du das sagen? Ja, was bist du denn? Als Schweizer? Bist du Franco-Schweizer oder ist das. Ich weiß nicht, wie nennt man das? Ja? Ein Deutscher. Und ich bin. Wenn ich bei dir. Ich kann direkt auf die Durchreise bei euch gehen. Und dann kann ich nachher nach Schweden. Okay, das heißt also, wann kommst du, Drexler? Wann hast du gesagt, wann kurz zu kommen? Damit wir Transitverkehr gleich haben, sämtliche Straßensperren wegmachen können, dass du ja schnell in Schweden bist, ne? Ja, was denn? Transitstrecke ist die A7 hoch. Genau, ganz genau, die A7 hoch, ganz genau. Denn sehen wir zu, dass wir keine Baustellen da haben, dass du ganz schnell weg. Ja, durch bist. Wieso? Ich mache extra Baustellen hin. Frank. Ja, erklär Bär. Warum sprichst du
das nicht einfach mal mit mir ab? Hm? Jo, weil ich muss ja irgendwie. Ich muss ja ein bisschen Geld verdienen. Ja, ist ja schon gut, dass du Geld verdienen musst. Dann machen wir das auf einer kleinen Landstraße, die blöde Baumstelle. Aber doch nicht, wenn der Drechster hier durch will. Das geht doch nicht. Wieso? Damit er durch darf, muss er erstmal Maut bezahlen. Ja, wir brauchen noch einen Schweizer, der hier die Drecksarbeit macht. Ey, Frank. Ne? Das ist ein Problem mit dem Dorfschild. Da hat die Drecksarbeit, die auf den Sack geht. Mach doch nix. Kopfhörer auf und Ruhe ist. Wenn du Probleme haben, kannst du ruhig abbiegen. Da kannst du Frank besuchen. Genau. Ja, der kann ein bisschen Schweizer Schokolade mitbringen. Und der kriegt nix. Der hat gerne Kaffee zu Hause, den kannst du gerne wegkaufen. Nee, das ist mein Kaffee. Ich habe heute über 11 Stunden keinen Kaffee getrunken, weil ich mit dem Zug fahren musste. Drexler, natürlich wird dem Lied das Geschwafel von mir nicht ernst nehmen, ne? Also ich wollte nur sagen, nicht, dass du jetzt denkst, oh, da, der Grigo, das ist ein blödes Mischstück, das ist er auch. Grigo, ne? Nee, nichts Wirksames. Weil, ja, hi, Olli. Ich wollte es halt nur nochmal sagen, ne? Nicht, dass du jetzt denkst, oh, der... Da haben wir jetzt einen Ausländerfeindlichen oder so Zeug. Nee, ich bin aber ja, nicht. Gut aus. Ja, das ist gut, bin ich nicht. Ich glaube, der Fuß ist weg. Ja, ganz genau. Siehst du noch was? Alt. Ja. Danke, dass du das jetzt erwähnst. Alt. Aber da ist ein alter Opa. Und der Junge. Ich bin mit. Weißt du was? Ich bringe jetzt gerade diese blöde Setzmaschine zum Shop zurück. Warum? Weiß ich nicht, warum? Man könnte sie auch so zurückgehen. Jo. Eigentlich ist es für dich die Erste, weil du bist der Jüngste jetzt momentan hier im Pferd. Der Jüngste? Ja. Ich? Nö. Ich. Ja. Du bist der Jüngste, aber ich nicht. Ja, deswegen. Ja, warum sollte ich noch... Das ist hier nicht die Jünger gemacht habe. Mach ich jetzt gerade nicht. Sorry, das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Ich fühle mich doch nicht geehrt, nur weil du der Jüngste bist. Das ist doch. Nein. Das machen wir an den Männern viel kürzer. Hä? Was? Was? Was hat er gesagt? Ja, Hörgerät rein. Oder Füße waschen, damit der Dreck nachrutscht. Ach, mach mal nicht. Weihnachten. Mein lieber Freund, hast du eine Ahnung, wie lange der Dreck gebraucht hat, bei den Füßen zu sein? Und jetzt vom Kopf ganz runtergewandert. Meinst du ernsthaft, den wasche ich jetzt ab nach den 20 Jahren? Ja. Ja. Das ist Dreck aus dem letzten Jahrhundert, also entschuldige bitte mal, das ist fast schon antik. Das ist doch kein Geld. Ja, dann verkauf's. Vielleicht kriegst du noch ein paar Cent dafür. Oder ein paar Mark. Ich warte damit, bis ich kurz vor der Rente bin. Ne? Ja, dann kriegst du ein paar D-Mark, das dürfte ja zureichen. Ein paar D-Mark kriegst du nicht mehr. So. Vielleicht kriegst du dann wieder D-Mark, ja. Ja, vielleicht. Ja. Ich nicht hoffen. Weil, Dann bescheißen sie uns wieder, ganz genau, das ist nicht das Problem. Nur weil jemand eine alte Währung wieder zurückhaben möchte, muss das nicht nur was Gutes sein. Die Italiener hatten früher die Lira. Und ich glaube, für 10.000 Lira konnte man sich ein Kaugummi kaufen. Mhm. Oder so ungefähr. Ja. Also, alte Währung ist nicht unbedingt gut. Genau. So. Habt ihr jetzt die Bäume da oben an die Ecke gemacht oder habt ihr sie noch stehen gelassen da? Oben haben wir stehen lassen. Ich meine, jetzt die Bäume, die ihr eigentlich hättet wegmachen sollen, beziehungsweise die gefällt worden sind. Ja, die sind alle weg. Die ist haben alles die weg. Auch die Stoppen alle weg. Ja. Ernsthaft? Ich kontrolliere das jetzt. Wenn ich nur einen Stoppen finde. Siehst du, ich habe einen Stoppen gefunden. Wo ist es doch? Mit dem Baum sogar dran. Ich glaub's ja. Warte, ich sehe den weg hier. Warte, soll ich wegsehen kommen? Nee. Weil ich finde da ganz viele davon. Nein, die sind für die nächsten Male. Nach und nach werden sie mitgenommen. Ganz genau. Spaß beiseite, wie wir die machen in den nächsten Male. Weil, muss ganz ehrlich sagen, so ein Feld ohne Bäume ist auch doof. Die Ecke jetzt schon, gefällt mir jetzt schon wieder nicht mehr.
Ja, dann hättest du ja hier nochmal eine Reihe hinsetzen können. Ja, aber dann bin ich wieder zu nah beim Wenden hier an der Fläche. Nee, ja, hier außen. Ja, aber hier außen. Also. Ja, kann man machen. Ja, komm, wie gesagt, beim nächsten Mal. Aber ich hab's erstmal hier so zwei, drei Reihen hier hingesetzt. Ja, das ist ein Kerl, was geschneit bis hinten da zu diesem einen Baum, der dann noch vorsteht. Ja. Deswegen, also. Ne? Mhm. Haben wir jetzt erstmal wieder genug, so 40 Bäume jetzt hier gesetzt worden und demzufolge das dauert eine Zeit lang. Ja, dauert wieder 8 Tage. Genau. Also 8 Tage mindestens. Hm? Aber schön gewachsen hier, also. Ja. Igel, hast du gesehen? Ich hab gesetzt, nicht gesehen. Nee, hast du gesehen? Hm? Nee. Achso, das sollten du hast was reingeschickt. Mit 33, ne? Ja, danke. Danke für die 30. Okay, ja. Auch hier hinten drin, die schön gewachsen. Ganz im Ernst, Dankeschön, aber das Problem ist, ich kriege meine Schokolade immer so schlecht. Also ich habe eine leichte Unverträglichkeit, was das betrifft. Ich kann gerade mal Zartbitter und aufwärts essen. Oh, Baumstumpf gefunden. Aha. Ja, aber hier hinten noch. Weil Gregor ein Bäumchen da gefällt hat. Wo, da hinten noch? Ja, ein Baumstumpf gefunden. Sven, wie voll? Oh, der muss frisch sein. 33, 1259. Der muss frisch sein. Okay, warte, ich kann dich schon mal abtanken. Also danach, glaube ich, vor zwei Tagen noch ein Baum, wenn alles täuscht. Das gibt's ja gar nicht. Weiß ich aber nicht hundertprozentig. Kann auch sein, dass wir den permanent über Null gesehen haben. Weil der ist auch sehr viel Gebüsch, ne? Ja, ja. Nee, der steht da, der ist auf freier Fläche hier. Kann das ein Dürfungsstuppen sein? Nein. Ja, ich komme da hin. Wo? Ich komme da mal hin. Dass die Heuballen noch nicht vermodert sind, ist auch ein Wunder. Ja. Wo bist du? Da oben? Ja, da oben. Da wo es blinkt. Ja, ich weiß, ich sehe es. Das Problem da oben ist, weil das Feldgrenze ist. Nee, das. Das ist gerade Feldgrenze. Das ist Feldgrenze, ja. Das warte mal. Nee, den kann ich noch nehmen. Hier, da ist er. Da ist er? Okay, gut. Dann, kurz, so, zurück. Piep, hey! Piep. Guck mal hier. Hier muss einer einen Baum weggemacht haben, jetzt ist der Holz. Ja, das kann gut sein. Na, ich war der Meinung, wir haben da oben alles weggemacht, was wir gefunden haben. Mhm. Und hier fehlen noch auch schon Bäume. Ja, das kann gut sein, dass da jemand gedacht hat. Wir haben doch mal was weg. Weil ich glaube, da vorne sind aber Deko. Ey, das ist. Weil hier fehlt. Hier bergauf fehlen noch schon welche hier. Da habe ich doch welche hingemacht. Ich bin auch hier gerade hochgefahren. Also ich war's nicht. Sag mal, ist das hier ein. Das hier ein sägbarer? Das ist tatsächlich. Da hat jemand wirklich. Bäume weggemacht, ne? Ja, ganz genau. Ja, hier fehlen auch welche. Ist ja im Prinzip nicht schlimm. Es ist nur der Stubbenbock hier, den ich jetzt eigentlich gerade abgesehen habe, oder? Ja, ich kann jetzt so drüber latschen, da ist nichts. Bis morgen. Bis morgen. Ciao. Ich habe mein Holz verloren. Also das hier ist ein Dekostumpen. Ja, das sind Dekostumpen. Ja. Wie gesagt, ist ja im Prinzip nicht schlimm. Oh, der Baum ist. Guck mal hier. Den Baum hier. Oh, Baum auf Stumpen. Nee. Baum, doch, nee. Der rutscht aber ein bisschen. Den hat einer abgesägt. Ja, aber schräg. Ja. Ist nicht umgefallen. So ist es. Ja, dann machen klein, ich will anher. Moment. Ich muss doch nochmal ansägen. Ja. Da machst du Menschen in die Hose beim Versuch anzuheben. Geld! Oder nicht? Wo hält der jetzt denn? Hä? Den habe ich doch gerade angeschnitten. Musst du nochmal? Kann doch wohl nicht wahr sein hier. Da hat er die Nummer 8. Jetzt aber.
Ja, und dann gucke ich mal, dass ich hier dieses Geschütz hier wegschleppen kann. Jo. Der Graf für die Karte kann mir ja gehen. Wer, ich? Jo. Also ich war da gemütlich. Also ich guck mal hier beim Stein da das Zeug hin, ne? Ja. Guck gerade mal, irgendwer hat hier Bäume weggemacht. Das ist doch... Um 8 Uhr 29. So, doch 4 Uhr 7. Ja, weil er ja hier einen Haufen Bäume berechnen muss. In der Lok. Was ich euch sowieso fragen wollte, hat einer von euch die Mission auf 23 angenommen mit Dreschen? Nein, ja. 23 jetzt? Nein. Erst wo ich drauf gegangen bin, war nämlich die Miss, also Feld 23 die Mission, nämlich mit Dreschen. Glaube. Feld 23, warte mal ganz kurz. Das war ein erst Sojabohnen. Warst du heute schon mal drauf? Ja, ich war schon mal drauf. Das war das Feld 8 mit den Sojabohnen. Oder Feld 8 meine ich. Nachdem das ja schief gegangen ist, bin ich halt nochmal drauf gegangen, wollte nochmal gucken und sehe, da ist meine Mission wieder da. Ich habe sie wieder angefangen. Aber dann habe ich dann, sagen wir mal, blöd den Bock verloren, das ganze Zeug noch dazu machen. Naja. Und habe das dann da stehen gelassen. Habe mich dann auf das Singleplayer-Spiel gestürzt und habe dann, wie gesagt, die Sachen ein bisschen ausprobiert. Weil ich mich nicht gewundert hatte, auf Feld 8. Nee, die Mission hatte ich angenommen, wie gesagt, weil es gestern noch schief gelaufen ist. Und ich mir gedacht habe, dann machen wir es halt nochmal. Hat versucht, mit Musik ein bisschen zu überbrücken, aber hat dann doch nicht so ganz funktioniert. Ach so. Nee, außer uns war heute keiner drauf. Nee. Und deswegen hatte ich nämlich gewundert. Doch, Alexander. Nee, das war vorhin. Das war vorhin, wollte ich gerade sagen. Der war doch vorhin der heute. Alexander, ja. Alexander ist niemand, der auf der Karte drauf geht, wenn da keiner drauf ist. Der wartet immer, bis jemand da ist, mit dem er dann stärken kann. Ja, und dann immer wieder hoch und runter bei der Karte. Ja. Was ihn einfach irgendwann dann auch auf den Nerv geht. Man muss Alexander so verstehen. Er ist leider jemand, der solche Sachen nicht alleine machen kann. Ja. Das hab ich schon mal zu Olli, glaube ich, gesagt. Deswegen ist ja auch Alexander mit seiner Karte, mit der Ultra-Karte gescheitert. Das wissen die. Die er auf dem LS-17 hatte, wo den ganzen Ultra hatte. Ja? Er ist ja immer nur dann da gewesen, wenn wir oder jemand anders dabei gewesen ist. Na, weil das nervt mich auch, wenn ich zum Beispiel nicht jetzt im Livestream bin und da kommt jedes Mal vor fünf Minuten drauf, dann sagt er ja, ich gehe schlafen und 5 Minuten später kommt er wieder drauf. Ja. Da steht das Stream wieder und das nervt dann auch den Zuschauer. Ist richtig, aber das ist Alexander. Ja, so wie man halt kennt. So wie es halt bei Ramo auch war. Auf der Südland. Ja, es ist halt so, dass halt noch nicht viel zu tun ist, beziehungsweise dass wir kleine Maschinen haben und damit muss er klarkommen. Und wenn ihm das nicht passt, muss er halt nicht aufhören. Genau. Das muss ich irgendwann auch nochmal sagen. Irgendwann wird das auch anders werden. Aber ist das hier ein Deku-Stamm? Ja. Ich wundere mich schon die ganze Zeit, warum ich den nicht anheben kann. Ja, den habe ich auch schon ein paar Mal hingeschoben hier irgendwie. Ui, da ist ein Sven müde geworden. Das war alles, ne? Der 19er Spielmacher macht müde. Außer mit der stummen Stöße da vorne. Natürlich. Oh, Ben, danke, Kleber. Sorry. Gucken, ob hier noch irgendwo was rumliegt. Wenn das Tank seine Bude auseinander kann, oder so. Nö, mein Glas ist bis runtergeflogen, wo ich hier Räuchermittel drin hatte. Räuchermittel? Ja. Du musst jetzt aber auch nicht den Bude auseinandernehmen, weil du ein Abo mehr gekriegt hast, ne? Hast du jetzt schon Weihnachten? Hast du mir ein Abo gegeben, Sven? Ja. Danke. Na, ich muss das alles nochmal einstellen hier mit den Abos und dann muss ich Rahmen mal fragen, wenn ich mich hier einstellen. Ich hab dir schon mal gesagt, du sollst dich jeden Scheiß abonnieren. Wieso? Aber du bist in guter Gesellschaft, Sven, ich hab ihn ja auch abonniert. Ja. Irgendwie muss ich ja die Tage rumkriegen, wenn ich keine Termine mehr habe. So ist es, ganz genau. Und vor allem, wir müssen ja auch feststellen, wenn Frank mal wieder irgendwie online ist und mal irgendwie ein dummes Zeug macht, wenn wir den dann nicht abonniert haben, dann kriegen wir das ja gar nicht mit. Oh, danke. Ich finde das ja ganz hilfreich, wenn ich den Frank abonniere, ne? Da hilft er mir dabei, die Zeit rumzukriegen. Ja.
Genau. Ja. So. Ja, Olli? Ja. Hast du dir Gedanken gemacht, ob wir jetzt noch einen Kredit aufnehmen oder nicht? Oder willst du noch eine Nacht drüber schlafen? Das können wir dann auch machen. Das können wir auch noch machen. Das kann ich jetzt nicht weg. Nö, ja. Ich wollte es aber nochmal so drauf hinweisen. Also, die Mission muss auch ja noch fertig. Da kommt ja auch noch mal ein bisschen. Umso weniger wird es ja, was wir aufnehmen müssen. Richtig, ganz genau. Genau. Ja, dann müssen wir hier ein bisschen noch Ställe bauen. Dann müssen wir Silos hier hinklatschen. Scheunen und Lagerhallen und war. Dafür ist diese Ecke aber doch total ungeeignet, ganz ehrlich. Ja. Leider, ja. Es ist viel zu hügelig. Also ich habe da heute nach einer Stunde daran rumprobiert und ich krieg das trotzdem nicht damit. Genau, und da war Loot 32 von Jesse wieder. Und wir brauchen dringend einen Platz für die Kirche. Oh ja, unbedingt. Ja. Eine Kirche könnte man zwar holen, aber ich will den irgendwo hinstellen, wo dann auch später nicht im Weg steht. Ja. Dann habe ich mir heute im Singleplayer als ganz gekauft. Übrigens, diese ganzen Häuser bei dem Zelt kriegt man nicht weg. Ja, war mir fast klar. Ja. Also wir kriegen auch wer mit uns in der Parzelle da unterhalten kriegt. Man kriegt 19 kaufen, kriegen wir auf den Schrottplatz nicht weg. Der bleibt da. Das heißt also, wir müssen uns da wirklich gucken. Also jede Parzelle zu kaufen, was ich mal anfangs vorhatte, ist totaler Unsinn. Nee, das machen wir strategisch. Ja, gut. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt die Parzelle unten beim Hafen nehme, beispielsweise, oder beim Restaurant Feld 20 dazu, ne, dann hast du halt Feld 20 und der Rest, praktisch die Hälfte der Parzelle kannst du nicht gebrauchen, weil das Restaurant die Häuser da sind. Ja. Ja. Also ich habe das im Singleplayer-Spiel so gemacht, dass ich da meinen Reiterhof hin platziert habe. Weil in nichts anderes geht. Ach nee, Moment, das ist bei Feld 23. Entschuldigung, der Reiterhof ist bei Feld 23. Der Reiterhof ist bei Feld 23? Nee, der bei mir ist hier nicht mehr. Achso. Ja. Also ich habe auch nur die ganz kleinen Tierställe hier hingekriegt. Also die großen sind hier unten gar nicht verfügbar, gar nicht möglich. Zumal ja hier ja Gebäude eingezeichnet sind, ne? Wenn ja, du auf die Karte raufgehst. Ich würde es auch so machen, dass das muss ich auch im Singleplayer nochmal austesten, dass ich mal gucke, wo im Singleplayer im einfachsten Spiel stand, also einfachsten Spielmodus, da sind die Gebäude ja schon da. Stimmt, das wo ist, die ja. Hier, wo die hier platziert sind. Ich würde sagen, die platzieren wir dann das auch. Ja. Weil, wie gesagt, mit dieser Platzierungsgeschichte hier mit dem Hoch und Runter von den Gebäuden ist dermaßen blöd gelöst. Ich habe beispielsweise, Olli, ich habe hier hinten, wenn du da Richtung Wasserfall gehst, habe ich einen Unterstand gebaut. So ein Reinfahren und Rausfahren, also ein Unbewendet. Ja. Den habe ich so hier reingequetscht, dass hier, wo ich jetzt hier bin, eine Rampe ist, wo ich praktisch gesehen in Richtung der Bäume oben auf dem Fels blicken muss, um da in dieses Ding reinzukommen. Okay. Mit dem Drescher rückwärts kommst du da gar nicht rein, weil die Rampe zu steil ist. Okay. Aber ich denke, die Gebäude sollen sich im Boden anpassen. Also wenn, dann ist es bei mir zumindest nicht gelungen. Okay. Ja? Vielleicht habe ich auch irgendwas verkehrt gemacht. Deswegen will ich da auf jeden Fall noch weiter testen, bevor wir da hier anfangen, was zu machen. Also bei mir sind jedes Mal Rampen gemacht worden. Ich habe die Scheune hinten hingesetzt. Da, wenn ich vom Shop komme und dann zum Feld 24 fahren möchte, fahre ich jedes Mal über die Rampe und kipp um. Oh. Weil die so steil ist. Ja? Hier oben drauf soll ja auch was stehen, hier. Okay. Also da muss ich nochmal gucken, also irgendwas haut da nicht hin. Ja gut, hier hast du natürlich Platz. Ja, aber das ist richtig, aber das ist hügeliges Gelände. Und wenn du anfängst, hier ein Gebäude ins Ort, was hier praktisch anfängt und mal, hier endet, am Feld dran. Und schon hast du hier, weil es hier schräg ist, wo ich hier stehe, hast du eine Kante drin. Okay. Wie gesagt, mach dir mal am besten Fake-Spielstand, cheate dir mal eben 10 Millionen. Du weißt ja, wie das geht. Ja. Versuch mal Gebäude zu platzieren. Vielleicht kriegst du das besser als ich. Das will ich ja nicht bezweifeln, aber ganz ehrlich, wow. Na, das wird nicht abhauen. Nee, also das Feld hatte ich mir gesagt dann auch dann hier zusammengesetzt, also die beiden Felder hier zusammen. Hab da auch versucht, was hinzubauen.
Auch da geht's, weil es nicht hügelig ist, ist total schwierig. Ja, aber das ist alles klar. Das bitte? Das ist gerade zu fangen, wenn wir jetzt die Ladung geklaut haben, dann gehe ich nicht mal hin. Hm. Nope. Ja. Und ich habe auch noch kein probates Mittel gefunden, um die Büsche hier wegzumachen, die am Feldrand sind. Na, kannst du nur einen Flug drüber und dann wieder Gras hin machen. Ja, das habe ich auch befürchtet. Ja, warte, da kommt. Ja, irgendwie das fehlt so eine Sense, weißt du, wo du dann mal hier so siehst. So, ganz genau. Mit der Kettensäge, weißt du? Ja, ja, ganz genau. Ich hatte auch schon versucht, mit der Stubbenfräse das zu machen, weil mir irgendjemand gesagt hatte, auf der Estanze würde das gehen. Auf der Estanze geht es auch, logischerweise bei einigen Büschen. Hier geht es aber nicht. Dass du mit der Stubbenfräse praktisch gesehen dieses Gehölz dann praktisch reinwurschtelst und dann ist der Busch auf einmal weg. So, da war der letzte Loot von Jesse. Und da mache ich nämlich dann auch erstmal aus. Olli, warte mal. Da würde ich dann sagen, dann bis morgen an meine Zuschauer. Ja. Und wer mitspielen will, kann mitspielen, aber Pflicht ist halt CS. Und ist eigentlich fandbar, kann man gar nicht, steht da unten drin. Sven, machst du morgen auch noch Stream von hier? Wie du Lust und Laune hast, ne? Da würde ich sagen, dann bis morgen Abend. Ciao, ciao. Tschüss.